Hallo und herzlich willkommen im Wald. Heute mal wieder richtig im Wald. Ich hatte ein bisschen technische Schwierigkeiten. Eben hatte ich noch jede Menge Zeit. Jetzt muss es in diesem Take laufen. Daher hoffe ich, ihr verzeiht mir, wenn es ein kleines bisschen chaotisch wird. Ich hoffe trotzdem, dass ich was zu erzählen habe, was dann hinterher einigermaßen eine runde Angelegenheit ergibt. So, kurz ein bisschen zum Inhalt. Also erstens mal, es ist hier ein dunkler Wald. Das heißt, wahrscheinlich ist das Bild ein bisschen körnig oder wie man das so schön nennt. Oder rauschend. Ach, was weiß ich, eins von beiden. Ist auch nicht so wichtig. Ihr müsst die meiste Zeit nicht hingucken. Ich habe hier und da meine kleine Einblendung. Und wer trotzdem hingucken möchte, ja, der ist jetzt jedenfalls gewarnt und weiß, was auf ihn zukommt. Am Anfang noch zwei, dreimal länger, bis er hingucken, weil ich habe noch ein paar kleine Analogfotos, die ich in die Kamera halten werde, um da noch ein bisschen was zu erklären. Ja? Aber grob zum Fahrplan, einfach damit ihr wisst, was ihr überspringen könnt, wenn ihr wollt. Es handelt sich so ein bisschen um ein persönliches Thema, weil ich den Begründer der sogenannten Miyawaki-Methode zum Ausbringen von sogenannten Tiny Forests, Herrn Professor Dr. Mult, H.C. Mult, so, Professor Dr. H.C. Mult, Akira Miyawaki, meine sogar persönlich zu kennen. Und falls ich ihn nicht persönlich kennen sollte, wenn ja, dann war ich sehr klein, deswegen kann ich mich nicht hundertprozentig erinnern. Ich meine ja, ich kann es aber nicht beschwören. Wenn nicht, dann war es zumindest ein guter Freund von meinem Vater. Und dementsprechend ist es so ein bisschen ein persönliches Thema, weil es halt so ein kleines bisschen die Familienhistorie betrifft. Beide leben leider nicht mehr, sowohl mein Vater als auch Professor Miyawaki. Professor Miyawaki ist mit hohem Alter von, ich meine sogar 96, vor zwei Jahren verstorben, also während der Corona-Pandemie. Wir wissen in Deutschland nicht, warum und woran, ist auch nicht so wichtig letzten Endes, aber das ist natürlich sehr, sehr schade. Allerdings, naja, mit 96 auch jetzt nicht so unerwartet. Selbst für Japaner ist das ein durchaus respektables Alter, weil insbesondere für japanische Männer. Ja, das muss man schon wohlwollend zur Kenntnis nehmen, sage ich jetzt mal vorsichtig. So, und Thema wäre jetzt also erstmal mein persönlicher Bezug zur Sache und noch so ein paar kleine Anekdötchen dazu. Das könnt ihr überspringen. Ich schreibe euch mal unten hin, bis wann ihr da bitte springen müsst, um das zu überspringen. Und dann reden wir eben über die Miyawaki-Methode, einen sogenannten Tiny Forest hervorzubringen, wozu die gut sein könnten, wie die funktionieren. Und am Schluss noch, was für Kritikpunkte es an ihnen trotz aller Großartigkeit gibt. Weil auch wenn ich ein großer Fan, weil persönlich vorbelastet, von Professor Miyawaki bin, möchte ich trotzdem so ein paar Dinge anbringen, die man eben aus der modernen Forstwissenschaft dazu nun mal anbringen möchte. Muss. Ja? Weil wie alle Wissenschaft muss sie diskutiert werden, muss Kritik erlaubt sein. Und das ist auch hier so, trotz aller persönlicher Hochachtung, die ich da empfinden mag. So, und damit legen wir los. Und zwar legen wir los mit diesem Foto. Auf diesem Foto, ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen, sehen wir hier Professor Otti Willmanns, eine der führenden süddeutschen Pflanzenökologinnen, sogar eigentlich wahrscheinlich die führende Pflanzenökologin Süddeutschlands. Da gibt es halt nicht so viele Frauen wie in vielen Wissenschaftsbereichen, sind die eher unterrepräsentiert. Daher, ja, aber wirklich großartige, tolle Leistungen. Soweit ich weiß, lebt Frau Willmanns noch. Die kenne ich, glaube ich, auch persönlich, kann mich aber nicht erinnern, weil ich halt ein Stöpsel gewesen bin. Ja, aber ich meine schon, und falls Sie sich an mich erinnern und zufälligerweise dieses Video sehen, ich bin der Sohn vom Jess und bin Forstwissenschaftler. Ne? Also nur für den Fall der Fälle, dass das passieren sollte. Ja, ansonsten neben Frau Willmanns, Frau Professor Willmanns, sehen wir den Herrn in Weiß. Keine Ahnung, wer das ist. Neben dem Herrn in Weiß sehen wir einen kleinen, hoffentlich sehr sympathisch aussehenden Herrn. Das ist Professor Dr. H.C. Mult Akira Miyawaki, um den geht's heute, den deutschen Touristen mit der Kamera um den Hals da nebendran und dem Helm auf und der etwas dynamischen Körperhaltung, die habe ich wohl nicht geerbt. Das ist mein Vater, Dr. Jess Tüxen. Und da daneben ist wieder ein Herr in Weiß. Ich vermute, das sind Sicherheitspersonalsmenschen, die da halt eben, deswegen haben die auch helle Helme auf, für die Sicherheit zuständig sind. Das kann ich aber nicht mit Sicherheit sagen, vielleicht sind das
auch ganz wichtige Wissenschaftler. Dann tut es mir wirklich sehr leid, dass ich sie beim Sicherheitspersonal eingeordnet habe. So, ich habe da noch ein zweites Bild, das sieht so ähnlich aus. Da kann man auch sehen, wer hier wem Japan präsentiert, nämlich der Professor Miyawaki, eben meinem Vater, der zu Besuch gewesen ist. Und das Ganze hat sich auch in Japan zugetragen. Meine Mutter konnte mir noch mal auf die Sprünge helfen, wann das war, nämlich 1982. Sie wusste ja noch, wann ihr Mann mal weg war, vor ein paar Wochen, für ein paar Wochen in Japan. Und ja, was sie sich da angucken, ist, das können wir noch besser sehen auf einem der Farbfotos. Ja, damals gab es auch schon Farbfotos für die Jüngeren unter uns. Hier werden gerade Samen angeschaut, das Saatgut, vermute ich. Ja, also ich, kleines bisschen spekulieren muss ich. Ne? Hier steht nämlich nichts auf der Rückseite. Und ich kann mir einen Teil, ich habe viel recherchiert im Familienarchiv, um rauszufinden, worum es da ging. Dass mein Vater aber genau wusste und immer grundsätzlich überall aufgeschrieben hat, wer wer ist und wann das Foto aufgenommen und so weiter und so fort, hat er zu den wissenschaftlichen Details wahrscheinlich auch bergeweise Papier verfasst, aber das liegt halt nicht bei den Fotos. Ist alles schön streng archiviert in dem Haufen, wo es hingehört, und den Zusammenhang kriege ich leider nicht mehr hin. Wie auch immer. Jedenfalls, die gucken sich hier gerade Samen an, und hinten dran können wir auch ein bisschen grün, genau genommen einen Wald, wenn man ihn so nennen möchte, erkennen. Und jetzt mal ein bisschen zum Hintergrund, was machen die da eigentlich und warum rennen die da rum und warum sind die so begeistert von einer Handvoll Dreck in Anführungszeichen. Und außerdem habe ich die Haarfarbe von meinem Vater geerbt, insbesondere die Bartfarbe, und werde in ein paar Jahren wahrscheinlich auch ziemlich weiß sein, davon mal abgesehen. Gut, das ist bei uns in der Familie, kleine Anekdote, ist es so, die physische Größe nimmt generationsübergreifend zu. Die akademische Größe, die nimmt leider generationsübergreifend eher ab. Während mein Opa noch Professor Dr. H.C. Mult gewesen ist, also ein ganz hohes Tier akademisch gesehen, war mein Vater nur Doktor. Der hat zwar auch den einen oder anderen Preis gewonnen, aber doch nur Doktor. Und ich bin gar nichts. Ne? Also kein Namens Zusatz, den man sich offiziell anerkennen lassen kann. Master of Science kannst du ja nicht kannst du schon vor deinen Namen schreiben, wenn du angeben willst, aber da schreibt dir keiner an die Adresszeile sozusagen. Ne? Und dementsprechend, ne? Aber die physische Größe hat zugenommen. Mein Opa war noch 1,75, mein Vater 1,82 und ich 1,89. Haha! Ja, wie auch immer, jedenfalls zurück zu den Herren in Japan 1982, die da eben jetzt hier diesen Wald untersuchen. Die Idee ist folgende, nämlich gab es kurz vorher, ein, zwei Jahre vorher muss das gewesen sein, wenn ich das richtig recherchieren konnte, aber Angabe ohne Gewähr, gab es mal wieder ein Erdbeben und ein Tsunami. Das ist in Japan jetzt nichts, was besonders selten auftritt, hat man schon mal gehört. Ne? Und insbesondere Fukushima, nicht so schön. Ja, jedenfalls gab es das da auch schon damals und hatte eben große Teile der Küste weggespült, schlicht und ergreifend. Japan ist ja bekanntlich eine Insel und gleichzeitig eine Insel, die in der Mitte jede Menge hohe Berge hat und an der Küste eben relativ wenig Küste. Das wird sehr schnell, sobald man sich ins Landesinnere begibt, wupp, geht's hoch. Und das ist natürlich außerordentlich schwierig zu bebauen, sobald es hochgeht. Dadurch sind die Küstenstriche außerordentlich wichtig. Erstens für Gebäude, zweitens für Industrie, drittens für schlicht und ergreifend Städte. Oder was du halt sonst so bauen willst, ist eben auf flachem Boden einfacher als in den Hangreihen, der zusätzlich außerdem noch super schroff und aus Vulkangestein ist und solche Späße. Ja? Und daher die Küste wirklich sehr gefährdet, in Anbetracht dessen, dass Japan bekanntermaßen ja auf einer tektonischen Bruchzone neben dran ist der Marianengraben, nur mal so zur Info, also der tiefste Punkt der Erde vermutlich, tiefster Ozeangraben, den wir so haben. Und ja, das sorgt für eine gewisse Tektonik. Das heißt, auf gut Deutsch, wir haben da ständig nach wie vor noch ein paar aktive Vulkane, gerne mal ein bisschen Vulkanismus, häufig Erdbeben, bekanntermaßen auch gerne mal Tsunamis und so weiter und so fort. Und diese ganzen Kräfte der Natur, die da am Walten sind, so dürfen wir sie, denke ich, nennen, sorgen dafür, dass wir auf Japan oder an Japan relativ viel Erosion haben. Das heißt, das bisschen flache Land, das an der Küste liegt, das liegt, neigt dazu, von starker Welle schlicht und ergreifend
weggespült zu werden, wenn da mal wieder ein Tsunami des Landes kommt, daherkommt. Ja? Und dann haben sie noch weniger wertvolle Küstenlandschaft. Das bedeutet, die Japaner haben ein gewisses Interesse daran, dass ihnen ihre Küste nicht weggespült wird. Und damit das nicht passiert, kann man jetzt irgendwelche tollen Betondinger bauen, irgendwelche riesigen Tore, große Mauer, was weiß ich. Oder man holt Akira Miyawaki und Akira Miyawaki pflanzt mit der Miyawaki-Methode einen Miyawaki-Wald. Und brauchst du kein teures Betonbauwerk oder ähnliches und der wächst außerdem noch sehr, sehr schnell. Und die Wurzeln der diversen Pflänzchen, die er da in seinen Miyawaki-Wald reingepflanzt hat, die sorgen dann dafür, dass der Boden eben stark festgehalten wird, stark durchwurzelt wird und viel weniger leicht weggespült werden kann. Außerdem ein dichter Wald ist, dann ist er zwar kaputt, aber trotzdem ist erstmal ein Wellenbrecher, wenn da ein heftiger Tsunami daherkommt. So sagen wir mal 300-400 Meter dichter Wald, da muss so ein Tsunami erstmal durch. Der verliert da einen Haufen Energie und kann viel weniger Schaden an den dahinterliegenden Bereichen anrichten. Und auch das Wasser, wenn es dann mal zurückfließt, nachdem die Welle drüber gegangen ist, muss ja durch den jetzt wahrscheinlich kaputten, aber trotzdem immer noch als Sieb sozusagen teilweise dastehenden Miyawaki-Wald zurückfließen und eventuelles Material von weiter hinten an der Küste, das jetzt zurück Richtung Meer fließt, wird durch dieses Sieb des Miyawaki-Waldes, wenn wir es so nennen wollen, einfach ein Stück weit zurückgehalten. Ne? Und längst nicht sämtliches Material fließt einfach zurück ins Meer und wird davon gewaschen, sondern nur eben ein Teil. Das bedeutet, ein Miyawaki-Wald zur Küstenbefestigung ist eine ganz, ganz großartige Idee. Und ja, die ersten Miyawaki-Wälder, die Professor Miyawaki gepflanzt hatte und da stolz drauf war, da hatte er eben seine Botanikkollegen aus Deutschland eingeladen. Nicht nur meinen Vater, unter anderem auch den hochdekorierten und außerordentlich charismatischen Professor Dr. Wolfgang Haber. Ich glaube, der hat inzwischen auch einen HC hinten dran. Ich hoffe es zumindest sehr. Wenn nicht, braucht man dringend eine Uni, die ihm bitte schön einen Ehrendoktor andreht. Den hat er nämlich verdient. Ich habe mal einen großartigen Vortrag von ihm gehört. Ja, mein Vater und er kannten sich. Dass ich im Auditorium saß, wusste er natürlich nicht. Ich war da noch kleiner Student, nichts weiter Wichtiges. Bin ja heute auch noch nicht besonders wichtig, was die Forschung angeht. Überhaupt nicht. Ne? Also bin ja, ich sage ja immer, Forstwissenschaftler, nicht praktizierend. Praktizierend bedeutet, ich schreibe keine Papers. Ein Wissenschaftler muss ja heutzutage Papers schreiben, also wissenschaftliche Artikel veröffentlichen. Das tue ich ja nicht. Ich lese nur die Wissenschaft von anderen, interpretiere diese und erzähle euch was drüber. So gesehen zwar gelernter Wissenschaftler, aber eben nicht praktizierend. Gut, wie dem auch sei, jedenfalls nachdem die Miyawaki-Wälder, also ein paar davon standen und generell einfach zum Auskundschaften der Vegetation Japans, hatte Herr Miyawaki diverse deutsche Vegetationskundler eingeladen und die kamen 82 nach Japan und haben sich Japan zusammen mit Herrn Miyawaki angeguckt. Da waren auch noch diverse andere namhafte Leute dabei und ja, das sehen wir hier mehr oder weniger auf diesem Bild. Ne? Also auch Frau Professor Willmanns, die können wir auf diesem Bild hier sehen. Die war halt auch genau aus diesem Grunde da. Er hatte also quasi die Crème de la Crème, die nicht schon zu alt waren oder schon verstorben waren, die der Vegetationskunde nach Japan eingeladen. Muss ein toller Trip gewesen sein. Mein Vater hat zeitlebens davon geschwärmt, wie schön das da gewesen ist. Auch die Abend- und Spaßveranstaltungen sollen wohl sehr lustig gewesen sein. Es gibt dann noch ein paar andere Bilder mit ein paar Geishas. Naja, alles absolut jugendfrei. Nein, Geishas sind ja eine hochseriöse Angelegenheit. Viele von uns Westlern denken ja, das hätte in irgendeiner Form was mit Prostitution zu tun. Das ist in keinster Weise der Fall. Soll es auch wohl nie gegeben haben. Es gab wohl ein paar Prostituierte, die so getan haben, als seien sie Geishas, aber umgekehrt gab es das nie. Das sind Unterhalterinnen. Die machen Musik, die spielen Theater, die servieren Tee, die berühmte Teezeremonie und solche Sachen. Also das nur mal am Rande angemerkt. Gut, jedenfalls, wie kam es dazu, dass Professor Miyawaki da einen Haufen deutsche Vegetationsökologen eingeladen hatte nach Japan? Naja, ganz einfach, er war vorher in Deutschland. Und zwar in den 70ern, ich weiß nicht mehr genau wann, das habe ich noch nicht so ganz hundertprozentig rausgefunden, aber so Details sind jetzt auch nicht so unsagbar wichtig, hatte der Professor Miyawaki, der damals noch gar nicht Professor war, bereits ordentlich viel zur Botanik gewusst und viel zur Botanik gelernt, hat meines Wissens
Wesens in Yokohama studiert gehabt und dann auch an einem japanischen botanischen Institut, das eine, das es damals gab, gearbeitet und hat dann aber festgestellt, dass er noch bitte gerne etwas mehr über Pflanzenökologie lernen möchte, insbesondere über die sogenannte Pflanzensoziologie. Pflanzensoziologie ist quasi die Wissenschaft vom Zusammenleben der Pflanzen. Pflanzen bilden untereinander bestimmte Gruppen, in denen sie unter bestimmten Bedingungen vorkommen. Das tun sie weltweit. Und das war zu diesem Zeitpunkt in Deutschland, waren wir gerade dabei, also wir die Wissenschaft, das vollumfänglich zu erfassen, unter welchen Bedingungen denn welche Pflanzengemeinschaften vorkommen. So, und diese Pflanzengesellschaften muss es also auch in anderen Klimazonen geben, die so ähnlich wie Deutschland sind und eine ähnliche Vegetation aufweisen. Und das sind große Teile Chinas, große Teile der USA und eben ein breiter Strich von Japan. Ja, und da gab es also einige japanische Wissenschaftler und allen voran eben Akira Miyawaki. Ja, und der Herr Miyawaki wollte dann halt eben auch in Europa, speziell in Deutschland, noch mal ein bisschen mehr über die Vegetationskunde lernen. Denn damals gab es im Prinzip diese Vegetationskunde als junge Wissenschaft größtenteils in der sogenannten Schule Zürich-Montpellier. Das war ein Wissenschaftszweig, der sich damit beschäftigt hat, von einem Herrn Braun-Blanquet ins Leben gerufen, und der saß wahlweise in Zürich oder in Montpellier, darum die Schule Zürich-Montpellier. Und bei Braun-Blanquet hatte damals ein junger Wissenschaftler, eigentlich promovierter Chemiker, namens Tüxen, hat bei dem gelernt, wie das mit der Pflanzensoziologie, also nochmal die Wissenschaft vom Zusammenleben der Pflanzen, so funktioniert. Und diese Methode hat er da gelernt gehabt und ist dann zurück nach Deutschland und hat da angefangen, diese Methode eben anzuwenden für den ersten amtlichen Naturschutz. Tatsächlich war ein gewisser Herr Tüxen vermutlich der erste hauptamtliche wissenschaftliche Naturschützer, den die junge Bundesrepublik damals gehabt hat. Ne? Also ganz junge Bundesrepublik, gerade frisch aus dem Krieg gekommen. Das hat sich rumgesprochen. Die Vegetationskunde wurde sehr populär. Die damalige, wurde von Tüxen auch sehr schön überall verbreitet. Es wurden auch viele Fachartikel auf Englisch verfasst, die dann eben auch jeder andere lesen konnte, und das führte dazu, dass relativ schnell, und das war auch schon vor dem Krieg tatsächlich so, verschiedene Leute aus verschiedenen Ausland, auch gerne Parteien, mit denen wir eben nicht auf der gleichen Seite im Krieg gestanden sind, bei Japan, ja, waren ja Alliierte, jedenfalls waren damals auch ganz viele Amerikaner da und Italiener und okay, mit denen waren wir auch verbündet, Franzosen, viele Franzosen, Schweizer, Amerikaner, hatte ich schon gesagt, hoffe ich, ja gut, aber jedenfalls auch ziemlich der ein oder andere Japaner eben auch. So, und im Rahmen dieser Fahrt nach Deutschland und Lernpflanzensoziologie beim Tüxen-Bewegung kam eben auch der Herr Miyawaki auf die Idee, nach Deutschland zu fahren und Pflanzensoziologie beim Tüxen zu lernen. Ja, und beim Herrn Tüxen hat er dann also quasi weiter studiert, bei einem Herrn Professor Tüxen natürlich, und hat dort die vegetationskundlichen Methoden, die der Tüxen so beibringen konnte, erlernt. Und ja, um die Sache kurz zu machen, eine kleine Anekdote musste aber auf jeden Fall noch rein, nämlich, um besser in Deutschland arbeiten zu können, wollte der Herr Miyawaki natürlich Deutsch lernen, hat sich da auch große Mühe gegeben und war auch sehr erfolgreich. Man hat ihn dann später sehr gut verstanden und er hat auch prima deutsche Briefe schreiben können. Da habe ich noch ein paar in den Akten meines Vaters gefunden. Wirklich super, klasse, merkt man kaum was, dass das irgendwie noch ohne Google Translate entstanden ist. Ne? Das gab es damals ja alles noch nicht. Da musste man die Sprache schon ein bisschen beherrschen und tatsächlich noch im Wörterbuch nachschlagen, wenn man mal ein Wort nicht gewusst hat und so weiter und so weiter. Das ist schon sehr viel komfortabler geworden heutzutage. Aber jedenfalls wollte er Deutsch lernen, und für einen Japaner, so hat er uns dann später erklärt, ist es wohl außerordentlich schwierig, PF korrekt auszusprechen. Also dieses Pff. Ja? Und daher stammt die lustige Geschichte, die häufig am Familienesstisch dann erzählt wurde, von eben Herrn Miyawaki. Komme ich gleich noch dazu, wie wir ihn genannt haben hier in Deutschland. Nicht böse gemeint, gar nicht. Aber der Herr Miyawaki hat häufig dann, weil er eben PF nicht sagen konnte, alternative Worte erfunden, um das PF sozusagen zu umgehen. Und aus PF hat er gerne mal Puh gemacht. Also irgendwie dieses PF zu Puh
F umgebaut. Warum? Wissen wir nicht. War aber lustig. Und dadurch entstanden Tiere wie das Puferdo. Das Puferdo, ne? Weil Ferdo ging, Pferd nicht. Und warum da das U noch drin gewesen ist, ja, das kann ich heute leider nicht mehr rausfinden. Aber ja, das ist auf jeden Fall eins dieser lustigen Worte, die damals entstanden sind und sich im Familienwortschatz auch diese Generation noch wiederfinden, weil ich sage das immer auch mal ganz gerne. Ja, wenn man die Geschichte häufig genug gehört hat, irgendwann prägt sich's ein. Ja, und als ich Herr Miyawaki in Deutschland vorstellen wollte, bei verschiedenen Leuten, schon ein paar Worte Deutsch gelernt hatte, hat er sich unter anderem meinem Vater vorgestellt mit, er wollte sagen, ich Miyawaki. Aber leider ist CH, also ne? Bei, ganz krass bei den Schweizern, wie in Chuchecheschli. Ja, also gut, dass er nicht in die Schweiz gegangen ist, sondern nur nach Deutschland. Aber mit diesem CH-Laut, diesem Ch, da konnte er nichts anfangen. Das kann ein Japaner wohl auch sehr, sehr schwer aussprechen. Und daher hat er sich ja eben in seiner Art und Weise dann notfalls Behelfswörter zu erfinden, damit beholfen, sich mit Ishi Miyawaki vorgestellt. Und dadurch hat sich dann halt relativ schnell eingebürgert, dass sein Vorname wohl Ishii sein muss, was natürlich nicht der Fall ist, sondern Akira. Aber ja, und das fand man dann lustig und damit hat er den Spitznamen Ishii bekommen. Und ich habe mein Leben lang, und das ist jetzt noch eine ganz lustige Geschichte hoffentlich, immer gehört, Vater schreibt mal wieder einen Brief an Ishii. Damals, als der Ishii da war. Oder das und das habe ich damals mit Ishii unternommen. Und Ishii war ein guter Freund, beziehungsweise ist ein guter Freund, ne? Und so weiter und so weiter. Also ganz viel vom Ishii gehört. Und ich konnte bis zu dieser Recherche jetzt, zu diesem Video, mit diesen sogenannten Miyawaki-Wäldern, hatte ich keine Ahnung, dass Ishii, der Name aus meiner Kindheit, der mich da ständig aus irgendwelchen Geschichten von Vater begleitet hat, Professor Akira Miyawaki ist, der heute eben sehr dafür zu loben ist, auch wenn er eben leider nicht mehr lebt, dass er eben diese Miyawaki-Methode zum Tiny Forest ausbringen sozusagen erfunden hat. Also das war für mich so ein richtig lustiger Aha-Moment. Moment mal, Akira Miyawaki habe ich doch schon mal in irgendeinem Zusammenhang gehört. Hab meine Mutter angerufen, sag mal Mutter, Akira Miyawaki, ist das der Ishii? Ja klar, das ist der Ishii. Und ja, damit war das dann geklärt. Ich kann nicht mehr mit Sicherheit sagen, ob ich Herrn Miyawaki persönlich kenne. Wenn, dann war ich, wie gesagt, ein ganz kleiner Stöpsel. Aber ja, ich bilde mir schon ein, dass der nette Herr aus Japan, an den ich mich ganz dunkel erinnern kann, müsste der Ishii gewesen sein. Und ich glaube, so ist er mir auch vorgestellt worden. Und ich hoffe, da war er auch einverstanden mit, dass er mir so vorgestellt worden ist. Weshalb ich so ein bisschen mit für mich selbst hin und her schwanke. Einerseits habe ich vor der wissenschaftlichen Leistung von Herrn Miyawaki größten Respekt und möchte ihn nicht mit Ishii anreden. Andererseits durch persönliche Beziehungen wäre es wahrscheinlich okay, wenn ich Ishii sage. Andererseits sind die Japaner ja dann auch wiederum sehr, sehr darauf bedacht, eben ja immer eine höfliche Anrede für jemanden anderen zu finden. Und jemanden beim Vornamen zu nennen, ist eigentlich nur unter aller engsten Beziehungen erlaubt. Ja, jetzt ist Ishii ja ein Spitzname und das ist dann eine Ausnahme, habe ganz lange recherchiert und das ist dann okay, aber den eigentlichen richtigen Vornamen dürfen wirklich nur engste Familienmitglieder, also die Frau, der Mann, Bruder, Schwester vielleicht verwenden. Wobei es auch lustigerweise nochmal spezielle Worte gibt für ältere Schwester, von der ich viel oder wenig Respekt habe. Und das gleiche nochmal für jüngere Schwester und es ist saumäßig kompliziert. Ist ganz interessant, den Wikipedia-Artikel dazu mal durchzulesen, wer gerade nichts Besseres zu tun hat. Hat übrigens nur ein Ast geknackt, ich brauche hier was zum Spielen. Ja, also daher kenne ich den Herrn Miyawaki und der Herr Miyawaki, ich nenne ihn jetzt einfach weiter Herr Miyawaki, ich glaube, da sind wir auf der sicheren Seite,
Es tut zwar nichts zur Sache, aber nachdem ich mir jetzt schon wirklich Mühe gegeben habe, das alles rauszufinden, kurz mal drei Takte zu japanischen Höflichkeitsfloskeln. Üblicherweise nennt man jemanden, den man zwar namentlich kennt, aber sonst nicht viel zu dem weiß, Grund ist zunächst mal Nachname Sen. Ja, also, oder San meistens ausgesprochen. Ich bin mir nicht genau richtig sicher, was korrekt ist. Man kennt das vielleicht von den alten Karate Kid-Filmen, da nennt Mr. Miyagi seinen Schüler Daniel immer Daniel-san. Ja, das ist ein bisschen ungewöhnlich, weil Vorname und San weist schon auf eine gewisse enge Beziehung hin. Ja gut, aber die haben die beiden ja. So, dann gibt es noch das, grundsätzlich ist es aber unglaublich unhöflich, irgendjemanden nur mit dem Nachnamen anzusprechen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nur von Miyawaki sprechen würde, was ich nicht tue, ich setze immer noch ein Herr davor. Ich könnte alternativ auch die ganze Zeit von Miyawaki-san reden. Nur den Namen zu verwenden, ist wahnsinnig unhöflich. San ist eine Kurzform von Sama oder Sama oder wie auch immer man das genau aussprechen mag. Und das ist wohl die allerhöflichste Form der Anrede, wenn man vor jemandem ganz großen Respekt hat oder man da quasi von einer Gottheit oder sowas in die Richtung spricht. Also eine also unglaublich hochgestellte Persönlichkeit im Übrigen. Ich hatte auch überlegt, ob für mich nicht eigentlich passend wäre, von Miyawaki Sensei zu sprechen. Das wäre dann ein Lehrer, das ist so eine Universalbezeichnung für Lehrer. Und da ich aus den Schriften und dem ja, Nachlass, dem akademischen Nachlass von Herrn Miyawaki durchaus was lerne und da auch noch viel daraus lernen werde, halte ich das vielleicht auch gar nicht für so unangemessen, wenn man dann von Miyawaki Sensei spricht. Zumindest wenn ich oder jemand anders, der die Miyawaki-Methode beispielsweise erlernt, diesen Begriff verwenden würde. Abgesehen davon, dass der Herr Miyawaki natürlich nicht mehr lebt und jetzt weiß ich nicht, inwieweit man das auch posthum noch verwendet. Aber ja, so viel als ganz kleiner Abrutscher, tut wirklich nichts zur Sache in japanische Höflichkeitsfloskeln. Ich finde das irgendwie faszinierend, ich kann mir nicht helfen. So, weiter geht's. Der hat halt eben bei meinem Großvater dann eben die Methoden der Vegetationskunde der Deutschen kennengelernt. Und nachdem er die kennengelernt hat, ist er zurück nach Japan und hat dann aus, beziehungsweise hat noch innerhalb von Deutschland die Idee für seine Miyawaki-Wälder entwickelt. Ja, und ist dann zurück nach Japan, hat da durchaus Ruhm und Ehre eingeheimst und relativ schnell ein großes Ansehen gewonnen und wurde zum einem der führenden der führende, zumindest damals, der führende japanische Vegetationsökologe und international geachtet, ja, und anerkannt und hat dann da eben mit Japan angefangen und die Miyawaki-Methode, nachdem sie außer in Japan zur Stabilisierung der Küstenstreifen erstmal in Vergessenheit geraten war, hat dann wiederum aufgeschnappt ein, das muss ich kurz nachgucken, Sekunde, ein letzten Endes indischer Geschäftsmann, der sich, ich hoffe, das kann man einigermaßen so aussprechen, Shubhendu Sharma nennt. Also Sharma ist wohl relativ korrekt, ja? Und der war Geschäftsmann, mehr habe ich über ihn nicht rausgefunden und mehr sagt dazu sich selbst auch nicht und hat die Miyawaki-Methode gelernt, vermutlich von Herrn Miyawaki selber und ist damit losgezogen, um überall, wo es Sinn ergeben hat, insbesondere erstmal natürlich in Indien selber und dann in anderen Teilen Asiens, sogenannte Tiny Forests mit der Miyawaki-Methode zu pflanzen, ist damit durchaus, ich hoffe, relativ wohlhabend geworden und das hat immer mehr Anhang international einen Anklang gefunden, woraufhin der Herr Sharma inzwischen, also seit 2011, erfolgreich das Ganze betreibt und in 138 Wälder in 10 Ländern so aufgeforstet hat. Das dürften inzwischen noch ein paar mehr sein. Der Text, den ich hier habe, der ist ein bisschen älter. Man kann von ihm auch einen sehr, sehr guten TED-Talk hören. Das sind so kleine Präsentationen zu wichtigen Themen, die die Welt was angehen, vorsichtig ausgedrückt. Und den verlinke ich euch auch mal unten. Da könnt ihr dann auch so ein bisschen erfahren, wie so ein Miyawaki-Wald funktioniert und wie der eben in der Ausprägung vom Herrn Sharma in die Welt hinausgetragen ist, worden ist. Ne? Aber die Idee und das Konzept stammt von Akira Miyawaki, was er, wie gesagt, in Deutschland in den 70er Jahren entwickelt hatte, so ein bisschen unter Betreuung von meinem Großvater und in guter Freundschaft zu meinem Vater.
die gemeinsam das eine oder andere deutsche Bier wahrscheinlich trunken. Na, wo mein Vater mochte kein Bier, dann den deutschen Wein gemeinsam getrunken haben. Ich mag auch kein Bier, das muss genetisch bedingt sein. Gut, so viel zur Familienhistorie. Also für mich wirklich unglaublich lustig, dass wir eben Familienfotos von Vater und Herrn Miyawaki haben. Ich kann euch spaßeshalber mal bei Wikipedia das aktuelle Wikipedia-Bild von Herrn Miyawaki einblenden. Ich hoffe, ihr erkennt eine gewisse Ähnlichkeit, weil es ist definitiv dieselbe Person. Ja, fand ich also schon wirklich sehr, 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 sehr unterhaltsam. So, und das war jetzt eine Menge Vorgeplänkel zum Thema, das vielleicht nicht unbedingt notwendig gewesen ist, mir aber einfach aus persönlichen. Also erstens gibt es hier einen sehr abgehackten Schnitt. Das lag daran, dass mir die Aufnahme da abgebrochen ist, spontan. Und ich dann auch nicht mehr genau wusste, weil ich den Akku gewechselt habe, wo mir der Faden abhanden gekommen ist. Das tut mir leid. Zweitens ist der Ton ab sofort ein anderer. Ich habe auch keine Ahnung, woran das liegt. Ja, ist alles momentan ein bisschen zickig bei der guten Kamera. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht streikt sie irgendwann, nachdem sie ein paar hundert Stunden an Material aufgenommen hat. Ich weiß es nicht. Also ein paar hundert Stunden sind jetzt auch übertrieben, aber das ist ja eine Actioncam, die sind ja eine GoPro, die sind ja eigentlich nicht darauf ausgelegt, unglaublich viel Material aufzunehmen. Und ja, vielleicht muss ich da mal gucken. Also mal schauen, inwiefern sich das reparieren lässt. Also nur damit ihr Bescheid wisst, und jetzt geht's weiter. Aber ich hoffe, der Ton ist weiterhin erträglich. Er ist ein bisschen anders. Man gewöhnt sich nach ein paar Minuten Hören aber einigermaßen dran. Ich empfehle gute Kopfhörer, dann ist es weniger erschreckend. So, da gibt es jetzt also weltweit verschiedene, ja, ich sage jetzt mal vorsichtig, Unternehmen und Vereine, die eben diese Tiny Forests anpflanzen wollen und sich dabei an der Miyawaki-Methode orientieren wollen. Und dazu habe ich hier mal ein Zitat, ihr findet unten die Quelle, wo ich das her habe. Die Miyawaki-Methode, sie ist eine der effizientesten Aufforstungsmethoden und kann auch auf sehr kleinen Pflanzflächen eingesetzt werden. Die Miyawaki-Methode wurde vom japanischen Pflanzensoziologen Akira Miyawaki in den 1970er Jahren in Deutschland entwickelt. Nachdem sie recht lange in Vergessenheit geraten war, wurde sie vor etwas über 10 Jahren wiederentdeckt und weltweit durch das Engagement von Shubhendu Sharma bekannt. Das von Sharma ins Leben gerufene Project A Forest setzt die Miyawaki-Methode bereits seit 2011 erfolgreich ein und hat schon über 138 Wälder in 10 Ländern so aufgeforstet. So, und jetzt auch nochmal, um das Zitat fortzusetzen, weil das ist gleich wichtig, die Vorteile der Methode. Die Vorteile der Miyawaki-Methode auf einen Blick. Deutlich höhere Individuendichte als in einer herkömmlichen Pflanzung. Auf einer Pflanzfläche werden viele unterschiedliche Arten, Klammer auf, meistens über 20, Klammer zu, standortheimische Bäume und Sträucher gepflanzt. Wesentlich bessere Geräusch- und Staubreduzierung durch dichte kleine Wälder. Bis zu 30-fach bessere Kohlendioxidabsorption im Vergleich zu einer normal gepflanzten Monokulturplantage. Geringer Pflanzaufwand nach der Pflanzung. Wachstum der meisten Setzlinge von mindestens 1 Meter pro Jahr. Nach circa 3 Jahren entsteht ein völlig autarker, natürlicher und einheimischer Wald. Es kann komplett auf Kunstdünger verzichtet werden. Der neue Wald unterstützt die lokale Artenvielfalt. Und der Miyawaki-Wald trägt zur lokalen Kühlung in heißen Perioden bei. So. Das klingt jetzt alles wirklich ganz absolut super, super, super toll. Ist es mit ein paar Aber, ja? Weil trotz allem Respekt vor Herrn Miyawaki, vor Ishii, muss ich sagen, dass man das eine oder andere so ein kleines bisschen kritisch hinterfragen muss. Ja? Aber wir gehen jetzt mal, also ich habe euch hoffentlich zu diesem Zeitpunkt schon ein paar Bilder eingeblendet, wie solche Tiny Forests aussehen können. Wenn nicht, tue ich es spätestens jetzt.
Und da wollen wir uns jetzt nochmal angucken, wie denn so die Miyawaki-Methode eigentlich funktioniert. Was muss man denn tun, wenn man nach Miyawaki ein Tiny Forest pflanzen möchte? Da müssen wir als erstes mal wissen, Tiny Forest bedeutet so irgendwas im Bereich 20 x 30 Meter, 10 x 15 Meter. Das sollte eigentlich schon sein. Also man darf von, sagen wir mal, 30 Quadratmetern Minimum ausgehen, um sowas pflanzen zu können. Ein bisschen mehr ist besser, ein bisschen weniger funktioniert wohl auch. Es gibt erste Versuche, das Ganze auch als Micro-Forest anzulegen und dann auf wirklich ganz wenigen Quadratmetern trotzdem die Miyawaki-Methode anzuwenden, in der Hoffnung, dass dadurch halt dann auch trotzdem was Schönes bei rumkommt. Das scheint auch zu funktionieren. Ich wüsste auch nicht, warum das nicht gehen sollte. Aber wirkliche Mindestgröße dürften so ungefähr 2x2 Meter sein. Ja, darunter brauchst du es wirklich gar nicht erst versuchen. Das ergibt dann keinen größeren Sinn mehr. Ne? Aber besser, mehr ist auf jeden Fall besser. Ja, also so 10x10 Meter würde ich jetzt persönlich als Minimum einer sinnvollen Fläche ansehen, auf der man das machen kann. 10x20 wäre besser, 10x30 auch schön oder gar 15x5. Also ihr könnt es euch ungefähr ausrechnen, von was für Größen wir hier reden. So. Und folgende Schritte sind jetzt laut Zitat unten, ne, da anzuwenden. Nämlich erstens die Analyse des Bodens der Pflanzfläche. Das ist ganz entscheidend. Also offensichtlich hat der Herr Miyawaki auch Ahnung von Bodenkunde gehabt. Und wir müssen erstmal gucken, ob wir es denn überhaupt mit einem fruchtbaren Boden zu tun haben. Je nachdem, wo auf der Welt die Miyawaki-Methode angewendet werden soll, ist das nämlich durchaus nicht der Fall. Insbesondere in tropischen Regionen sind die Böden sehr, sehr alt. Das bedeutet, sie unterliegen sehr lange der Erosion und sind einfach ausgewaschen. Da sind kaum noch Nährstoffe drin. Das bedeutet, das Wasserrückhaltevermögen des Bodens ist auch meistens sehr gering. Er besteht aus grob feinkörnigen bis grobkörnigen sandartigen Material. Ich sage jetzt absichtlich sandartig, weil es nicht immer direkt Sand ist. Und wenn du da Wasser drauf kippst, dann läuft das durch die Poren des Bodens sehr schnell nach unten und ist ziemlich schnell wieder weg und verschwindet dann einfach runter ins Grundwasser. Es geht ja kein Wasser verloren auf dem Planeten, das geht gar nicht, das kommt spätestens aus der Atmosphäre nicht mehr raus. Aber es ist erstmal für die Pflanzen nicht mehr verfügbar und fürs Ökosystem so auch erstmal nicht. Ja? Und das wollen wir nicht. Wir wollen, dass das Wasser immer schön bei der Pflanze bleibt. Und deswegen müssen wir uns den Boden erstmal angucken, ob der denn ein ausreichend hohes Wasserrückhaltevermögen hat und auch eine vernünftige Menge an Nährstoff, Calcium, Kalium, Magnesium, solche Sachen bereitstellen kann für das Wachstum der Pflanze. Ja, das gucken wir uns also erstmal an. So, jetzt gehen wir davon aus, dass das nicht der Fall ist, dass nicht alles perfekt ist. Und dann kommt Schritt 2. Bei Bedarf Ergänzung der zum gesunden Pflanzenwachstum fehlenden Bestandteile. So, das kann zum Beispiel sein, okay, wir haben zu wenig Calcium, dann kippen wir halt ein bisschen Calcium drauf. Calcium kann man beifügen und die Miyawaki-Methode rühmt sich ja damit, keinen Kunstdünger einzusetzen, indem man einfach klein gehobelten Kalkstein auf den Boden schmeißt. Das ist so die einfachste Möglichkeit. Auf gut Deutsch, du gehst in die Kalkalpen, nimmst dir eine Feile mit, feilst am nächsten Felsen rum, den du finden kannst, fängst den ganzen Staub, der dabei rumkommt, auf, gehst zurück zu deinem Tiny Forest Boden und kippst den da drüber. So, schwuppdiwupp, hast du deinen Wald, deinen zukünftigen Waldboden mit Calcium angereichert. Das ist also im Regelfall relativ schnell und einfach zu machen. Man muss halt nur wissen, durch eine gründliche Bodenanalyse, was da überhaupt fehlt. Man muss auch vorher ein Stück weit Erfahrungswerte haben oder zumindest sehr gut raten, was der Boden eigentlich benötigt, um dann vernünftig wachsen zu können. Das ist dann nämlich das nächste Thema. Und ja, da kann es dann sehr hilfreich sein, wenn man sich da eben auf lokale Informationen beziehen kann. Und hier kommt zum ersten Mal jetzt auch das tüxensche Gedankengut, was Herr Miyawaki eben bei Tüxen gelernt hat, mit rein. Nämlich, beziehungsweise das pflanzensoziologische Gedankengut, nennen wir es mal so, dass Pflanzen immer dann besonders gut wachsen, wenn sie halt eben auf den Boden wachsen, der für sie passt. Und die Pflanzen müssen für den Boden passen. Das muss beides zusammengehören. Ja? Und du wählst die Pflanzen, die du in den Miyawaki-Wald pflanzen willst, so, dass der Boden, den du da vor Ort hast,
in einen Zustand zu überführen ist. Das muss noch also möglich sein mit gangbaren Methoden, damit die Pflanzen, die man ausgewählt hat, dann da wachsen können. Ne? Also es ist ein Zusammenspiel der richtigen Wahl des Bodens mit der richtigen Wahl der Pflanzen sozusagen. Ja? Das heißt, man kann auch durchaus mit eher schlechten Böden arbeiten, sofern man weiß, welche Pflanzen mit eher schlechten Böden zurechtkommen. Ja? Also, das heißt, wir ergänzen also jetzt unseren Boden, um gesundes Pflanzenwachstum zu ermöglichen. Das ist erstmal die Nährstoffkomponente im Wesentlichen. Ja? Dieses Ergänzen kann aber auch ablaufen durch Auflockerung des Bodens für eine schnellere Durchwurzelung. Das ist also ganz entscheidend. Wir pflügen sozusagen. Ja, wir müssen nicht zwingend mit einem Pflug, wie man ihn aus der Landwirtschaft kennt, arbeiten. Man kann auch einen Bagger nehmen und das Ganze mit dem Bagger sozusagen umrühren. Aber wir brechen die natürliche Bodenstruktur auf. Ein verdichteter Boden, insbesondere der muss aufgebrochen werden. Das ist, da Miyawaki-Wälder häufig in den urbanen Raum gepflanzt werden, auch wichtig, weil da hat man fast immer verdichteten Boden und der ermöglicht nur manchen spezialisierten Pflanzen überhaupt ein vernünftiges Wachstum. Wir wollen aber ein breites Spektrum von Pflanzen ein vernünftiges Wachstum ermöglichen und daher ist es tatsächlich dringend notwendig, dass wir den Boden dahingehend vorbereiten, dass wir eben einfach ihn aufbrechen, ihn auflockern, eine dichte, matsch zusammengepresste Tonplatte sozusagen wirklich in viele kleine Krümelchen zerlegen, zwischen denen dann Platz für die Wurzeln ist, schlicht und ergreifend. Ja, also das ist entscheidend, plus eben die Nährstoffe, die fehlen, hinzufügen. Und Ergänzung von wasserspeicherndem Material. Das ist ganz, ganz wichtig, weil bisher ist unser Boden jetzt zwar durch die Auflockerung in der Lage, dass die Wurzeln da Platz haben, aber auch das Wasser kann sehr schnell durch die ganzen Ritzen, wo die Wurzeln Platz haben, sehr schnell nach unten laufen und ist dann wieder weg. Ähnlich wie bei den alten Sandböden, von denen ich schon gesprochen habe. Und das wollen wir ja auch nicht. Und daher wird zum Beispiel natürliche Biomasse der dort vorkommenden Pflanzen, wo dieser Wald wachsen soll, oder der dort eigentlich vorkommenden Pflanzen, wo dieser Wald wachsen soll, verwendet. Und das ist jetzt das Konzept der PNV nach Tüxen. Die potenziell natürliche Vegetation für die Landschaft, in der der Miyawaki-Wald wachsen soll, muss man kennen. Ja, und potenziell natürliche Vegetation ist die Vegetation, die da eigentlich wachsen würde, wenn der Mensch nichts anderes hingestellt hätte, einfach formuliert. Bedeutet, wenn du eine Stadt hast, die sich auf Lössboden bei gutem Niederschlag befindet, dann würde da in Deutschland ein Buchenwald wachsen, wenn da nicht eine Stadt stehen würde, weil wir stattdessen eine Stadt dahin gebaut haben. Bedeutet, für einen potenziell natürliche vegetationsbasierenden Wald nach der Miyawaki-Methode in einer Stadt, die auf Buchenwaldstandort steht, wäre ein Miyawaki-Wald, der dahin passt, in letzter Instanz einer, der mindestens auch die Buche und viele weitere Pflanzenarten eines natürlichen Buchenwaldes beinhalten sollte. Ja? So, nur mal als Beispiel. In Japan sind es entsprechend japanische Arten, in Indien entsprechend indische Arten und woanders dann halt das, was da normalerweise vorkommt. Wenn man gar nicht weiß, was da, wo der Miyawaki-Wald entstehen soll, wachsen würde, wenn der Mensch nicht was anderes hingepflanzt hätte oder hingebaut hätte, dann muss man sich in der Umgebung umgucken. Das beschreibt der Herr Sharma sehr schön in seinem TED-Talk, wo man dann die Informationen zur eigentlich natürlichen Vegetation hernehmen kann, zum Beispiel an irgendwelchen alten Tempeln, irgendwelche fossilen Samen aus dem Museum und so weiter und so weiter. Das ist sehr, sehr schön und anschaulich beschrieben. Guckt euch wirklich gerne diesen TED-Talk an, ist unten verlinkt. Ja? Also, und dieses Material, dieser da natürlich vorkommenden Pflanzen, sofern es die noch gibt, davon nimmt man Teile, insbesondere trockene Teile, Laub, Rindenmulch, Wurzelteile, paar Aststückchen, irgendwelche Biomasse dieser natürlich vorkommenden Pflanzen, häckselt das klein und bringt das in den Boden ein. Also da wir den Boden ja eh schon umrühren, um ihn aufzulockern, können wir bei dem Umrührprozess auch noch, jetzt sagen wir einfach mal Rindenmulch, mit reinschmeißen und das miteinander vermischen. Und durch diese jetzt sich bereits im Vermodern befindende organische Substanz, die teilweise das 30 bis das 50-fache ihres Eigengewichts an Wasser speichern kann, haben wir das Wasserspeichervermögen des Bodens massiv erhöht.
Wir haben übrigens gleichzeitig auch den Nährstoffgehalt des Bodens massiv erhöht, weil während die zusätzliche organische Substanz jetzt abgebaut wird, treten auch alle Nährstoffe, die da drin sind, also zum Beispiel Calcium, Kalium, Magnesium und so weiter und so fort, aus der Substanz aus, gehen in den Boden über und sind dann für die nächste Pflanzengeneration wieder verfügbar. Das heißt, es ist gleichzeitig eine Verbesserung des Wasserrückhaltevermögens und der Düngung. Meistens reicht das. Manchmal muss man noch zusätzlichen Dünger eben weiterhin noch ausbringen. Ja? So, und dann, nachdem der Boden jetzt soweit vorbereitet ist, hin und wieder geht, wird in manchen Beschreibungen auch noch erwähnt, man soll den Boden noch mit Pilzen impfen. Das heißt, man bringt also quasi künstlich den natürlicherweise in einem Waldboden der Region, den wir hier ja nicht haben, wir haben hier urbanen Boden, wachsenden Pilzbestand bringt man jetzt in den Boden noch mit ein. Ja? Das ist relativ simpel, dafür muss man einfach in den Waldboden gehen, sofern man dann noch einen natürlichen Waldboden in der Umgebung finden kann. Nimmt da einfach ein paar Handvoll mit, vorsichtig ausgedrückt, die besonders pilzig sind. Eine Zone, wo man wirklich auch Pilzhyphen drin finden kann. Das macht man ein paar Mal und nimmt viele, viele Handvoll Boden mit und mixt die ebenfalls in die Mischung, die wir jetzt da gerade zusammengerührt haben, die unser neuer Boden werden soll, mit rein. Und damit ist der Boden auch mit Initialphasen der jeweiligen Pilze, die in ihm vorkommen sollten, geimpft. Die Pilze haben keine Konkurrenz, die sind ja jetzt in einem völlig freien, für sie neu zu erschließenden Boden drin und die werden dann auch wahrscheinlich sehr schnell wachsen können, sehr schnell die ganze organische Substanz im Boden für sich nutzen können und gleichzeitig eben sich mit den Baumwurzeln und mit den Pflanzenwurzeln generell der zu pflanzenden Pflanzen verbinden und dort als Mykorrhiza-Pilz fungieren. Und das ist ein entscheidender Faktor, nochmal einer der Gründe für den Erfolg der Miyawaki-Methode, dass wir mit diesen ganzen Maßnahmen, inklusive dem Pilz mitbringen, aus dem natürlichen Wald nebendran, quasi die über Jahrtausende erprobten, evolutionär sich durchgesetzt habenden Wachstumstechniken, Methoden und Art und Weisen, die ein solches Ökosystem normalerweise benutzen würde, damit jetzt künstlich in unseren Miyawaki-Wald eingebracht haben. Wir nutzen also das, was die Evolution erfunden hat und erfinden nicht selber irgendwas Neues, von dem wir uns denken, wie unsere Gartenpflanze in diesem Fall, das ist ein Gartenwald, wenn man so möchte, wachsen soll, sondern orientieren uns immer an der natürlichen Grundlage. Ja, und das ist definitiv eine Idee, die man so auch in vielen Schriften von Tüxen nachlesen kann. Nicht, dass der Herr Miyawaki da nicht selber drauf gekommen wäre. Sicher hat es geholfen, dass er bei Tüxen ein bisschen was gelernt hat, vielleicht auch ein bisschen viel. Aber das ist etwas, worauf ein Ökologe sehr, sehr schnell kommt und etwas, was der Moment ist, wo man als Ökologe und auch als beginnender und Einsteiger-Ökologe, ich möchte jetzt nicht behaupten, ich sei da schon Profi, wo man dann beginnt, richtig fasziniert vom Thema zu sein. Wenn man begreift, dass alles in der Natur schon irgendwie seinen Platz hat und künstliche Systeme bzw. Systeme, die man zusätzlich modifiziert hat, damit sie uns nutzen, wie Nutzwald, trotzdem immer dann am besten funktionieren, wenn sie so nah wie möglich dran sind an dem, was die Evolution über Jahrtausende für richtig befunden hat, sozusagen. Nicht, dass die Evolution einen Willen hätte oder Ähnliches. Aber wenn diese ganzen Zusammenhänge auf einmal plötzlich ein schlüssiges Bild ergeben und man beginnt, das zu begreifen, wie das alles zusammenhängt und dass das alles zusammenhängt, dann lässt einen das ganze Thema nicht mehr wirklich los. Zumindest so weit bin ich, dass ich sagen kann, dass das bei mir auch schon eingesetzt hat, dieser Prozess. Jo, und jetzt pflanzen wir also Pflanzen. Und zwar Pflanzung von standortheimischen Bäumen und Sträuchern mit einer Dichte von ca. 3 Setzlingen pro Quadratmeter. Ja, das ist bei Microforests nochmal mehr, da sollen nochmal deutlich mehr Pflanzen auf den Quadratmeter und nicht nur 3. Für den normalen Tiny Forest, der eine gewisse Quadratmeterzahl hat, reichen eben 3. So, und das ist jetzt im Detail wohl etwas, was man dann wirklich sehr an die regionalen Bedingungen anpassen muss. Was pflanzt man da und in welchem Verband pflanzt man das, diese 3 Setzlinge pro Quadratmeter? Na, soll das einmal ein Baum sein, einmal ein Strauch und einmal ein Zwergstrauch?
Oder nimmt man zwei Bäume und einen Strauch? Oder nimmt man hier und da vielleicht auch mal drei Bäume oder nur drei Sträucher? Das ist Fingerspitzengefühl. Und dazu habe ich tatsächlich noch keine Anleitung im Internet gefunden, wie das jetzt im absoluten Detail auszuführen ist. Wäre wahrscheinlich auch doof, dazu eine Anleitung ins Internet zu stellen, weil die Firmen, die das machen, einem so einen Wald pflanzen, das natürlich wissen und das natürlich nicht davon profitieren, wenn das jeder genau wahrlesen kann. Ne? Also das ist dann Betriebsgeheimnis auf gut Deutsch, wie das jetzt exakt umzusetzen ist. Aber die Grundlage ist halt die, dass man wirklich natürliche Pflanzen nimmt und dann quasi versucht, einen mehrstöckigen Wald entstehen zu lassen. Ja? Wir haben ja, das haben wir vielleicht in der Schule gelernt, im Wald eine Moosschicht ganz unten. Eine Krautschicht, da sitze ich jetzt quasi drin, abgesehen davon, dass es hier zu dunkel ist und es gibt kein Kraut. Wenn wir mal darüber gucken, da gibt es ein bisschen Gras, ne, das wäre jetzt in der Krautschicht. Dann gibt es die Strauchschicht. Da hinten, ne, also die Sachen, die so halb hoch sind, die wir da so sehen können, da hinten geht es dann noch weiter, da gibt es noch mehr in die Richtung zu sehen, was so halb hoch ist. Das ist die Strauchschicht und über der Strauchschicht befindet sich dann die Baumschicht. Je nachdem, wo man sich auf dem Planeten befindet, ist die Baumschicht nochmal unterteilt in verschiedene Stockwerke. Da gibt es eine Zwischenschicht, eine Oberschicht und nochmal eine ganz oben drüber Schicht. Und tatsächlich bei der Miyawaki-Methode gehen wir davon aus, die stammt ja wie gesagt aus Japan, da sind die Wälder auch größtenteils oder zumindest teilweise so aufgebaut, dass wir einen Unterstand haben, neben der Moos- und Krautschicht, die ignorieren wir jetzt mal, aber es soll ja nur um Sträucher und Bäume gehen, was dann noch an ganz kleinen Pflanzen unten drunter kommt, das hat der Herr Miyawaki nicht weiter spezifiziert, glaube ich. Und die kommen beziehungsweise die kommen von alleine, die muss man nicht extra pflanzen. Also wir haben also einen Unterstand, einen Mittelstand, so zwischendrin, dann den eigentlichen Kronenraum und darüber noch ein paar Überhälter, würde man sie in der Fachsprache nennen. So, und in der Miyawaki-Methode werden jetzt jeweils Pflanzen, die vom Ökosystem, vom natürlichen Ökosystem her, in die jeweilige Zone einzuordnen sind, wenn sie freiwillig sozusagen nebeneinander wachsen können, die werden so ausgewählt, dass man die halt in einem wilden Muster durcheinander pflanzt. Und die Hoffnung ist jetzt, dass wenn alle gleichzeitig wachsen, eben die Pflanzen, die nach oben gehören, schneller oben sind, die Pflanzen, die tendenziell eher unten bleiben, damit zufrieden sind, nicht so lange, nicht so schnell zu wachsen und eher unten bleiben und die mittleren eben in die Mitte rücken und so weiter und so weiter. Ja, und damit bekommen wir mit einer Pflanzung einen Wald, der aus, sagen wir mal, vier Stockwerken besteht. Und diese kleinräumige Stockwerkstruktur sorgt dafür, dass wir durch nicht ne, einen dünnen Stamm und da oben sitzt irgendwo die Krone und dazwischen ist nichts außer ein Stamm und wir kriegen einen Wald, wo wir ganz toll durchgucken können in alle Richtungen, wie das im klassischen Fichtenwald der Fall ist, ja, wie das ein Stück weit hier auch um mich rum der Fall ist, weil es hier zu dunkel ist, als dass hier Großbodenvegetation aufkommen würde. Sowas wollen wir nicht. Ja, wir wollen durchgehend dichten Wald, wo man gar nicht durchlaufen kann, wenn man versuchen wollen würde, oder eine Machete zu nehmen, was hoffentlich keiner macht, weil das Ganze wieder kaputt. Und damit eben einfach viel mehr Grün vertikal anordnen, um auf kleiner horizontaler Fläche ganz viel vertikal Grünzeug hinzukriegen. Ja? Und dadurch, dass wir eben die Vertikale mehr nutzen, und mehr Pflanzen übereinander und untereinander deponieren, bekommen wir dann diese, die Vorteile, ich hatte es zitiert, 30-fach bessere Kohlenstoffabsorption im Vergleich zu einer normal gepflanzten Monokultur. Bis zu 30-fach. So, jetzt ist dieser Artikel, den ich hier die ganze Zeit zitiere, ja nicht vom Herrn Miyawaki selber und daher darf ich an dem ja ruhig rumkritisieren, ohne gleich Majestätsbeleidigung sozusagen zu betreiben. Leg dich nicht mit den Ökologen der Altvorderen an. Ja, die sind weiser und erfahrener als du selbst, selbst wenn sie nicht mehr leben. Sollte man sich trotzdem nicht mit denen anlegen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blödsinnig, aber es ist wirklich so. Also jemand, der 96 Jahre sich mit Ökologie beschäftigt hat,
ich gehe mal davon, okay, sagen wir 90 Jahre, die ersten 6 Jahre wird er noch andere Sachen gemacht haben, aber ab dann hat er bestimmt angefangen. An dieses Erfahrungswissen werde ich so schnell nicht ranreichen, es sei denn, ich werde 96. Ne? Daher, und vielleicht ist es auch hilfreich, dass man heutzutage Internet zur Verfügung hat und sich besser austauschen kann und so weiter und so fort. Das werden wir sehen, wenn ich 96 bin. Ja. Aber bis das doch nicht der Fall ist, werde ich mich hüten, da irgendwie an Herrn Miyawaki allzu viel Kritik zu üben. Ne? Aber trotzdem diskutieren müssen wir, und dieses bis zu Formulierung, bis zu 30-fache Kohlenstoffspeicherung, Absorption, das ist natürlich Käse, weil das ist Werbung. Die wollen ja auch ihre Methode irgendwo ein Stück weit verkaufen, beziehungsweise ihre Anwendung der Methode. Und das halte ich für Quatsch. Ja? Es ist vielleicht doppelt so viel, es ist sicherlich auch 3-mal oder 4-mal so viel. Und jetzt kommt es eben sehr darauf an, eben diese Bis-zu-Formulierung heißt, im Durchschnitt sind wir bei 1,5-mal so viel Kohlenstoff, aber in diesem einen Fall, den wir da mehr oder weniger extra auf diesen Zweck drauf optimiert haben und ihn auf diesem einen Quadratmeter gemessen haben, wo wir alles andere drumherum so optimiert haben, dass auf diesem Quadratmeter alles super wächst, da haben wir das 30-fache festgestellt. Ja? Das sind solche Bis-zu-Formulierungen. Die sind also nicht gerade sehr wissenschaftlich. Wissenschaftlich wäre ein arithmetisches Mittel zum Beispiel, einfach schlicht und ergreifend der Mittelwert über sehr viele Flächen, auf denen man dann durchschnittlich, sagen wir mal, das 1,7-fache von einer durchschnittlichen und nicht einer besonders schlechten, sondern einer durchschnittlichen Einbaum-Monokulturplantage, wenn man das so miteinander vergleichen möchte. Ja? Vielleicht liegt es auch beim Dreifachen oder beim Vierfachen, aber beim 30-fachen, wie soll das funktionieren? Ja, das ist einfach Käse, das entspricht nicht den biologischen Grundlagen. Die biologischen Grundlagen sind halt eben nun mal die, dass eine Pflanze pro Blattfläche Photosynthese machen kann, wenn sie genug Wasser hat. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass genug Wasser da ist, dann kannst du pro Quadratmeter maximal die komplette Solarstrahlung nutzen. Ja, das tut eine Plantage nicht. Gehen wir mal davon aus, dass ein Miyawaki-Wald das tut, aber dann eine Plantage nutzt auch 30% der Solarstrahlung. Zum Beispiel, jetzt mal ganz grobe Hausnummer. Jetzt sagen wir, ein Miyawaki-Wald nutzt 100%, ja, dann sind wir beim Dreifachen. Dann funktioniert das Wachstum 3-mal so gut. Mehr als 100% der Solarstrahlung kann ein Miyawaki-Wald auch nicht nutzen, weil mehr Licht ist einfach nicht da und ohne Licht funktioniert auch keine Photosynthese. Und damit ist dem Ganzen einfach physikalischen Deckel aufgesetzt, den man nicht ignorieren kann. Und ja, wo das 30-fache herkommt, das verstehe ich einfach nicht. Und das geht auch schlicht und ergreifend nicht nach modernem wissenschaftlichen Verständnis. Es sei denn, sie haben wirklich schon eine ganz kaputte Plantage genommen als Ausgangsbasis, die nur mit, ja, sagen wir mal, 2-3% der Solarstrahlung sozusagen des Lichtes auch überhaupt nur umsetzen kann. Dann kann man das natürlich sagen. Ja, aber ja, deswegen bis zu Formulierung sehr kritisch zu formulieren. So, und jetzt ist außerdem noch entscheidend Absorption von Kohlenstoff. Das ist nicht, auch immer nicht gleich dasselbe. Ja? Es kann sein, dass du einen Pflanzenbestand hast, der unglaublich viel Kohlenstoff absorbiert. Super. Ja? Wächst sensationell, hat ganz viele Tonnen CO2 gespeichert und jetzt kommt der Winter. Und jetzt fallen alle Blätter runter, die Blätter vergammeln im Laufe des Winters oder spätestens im nächsten Frühjahr und 90% von dem CO2, was da eben absorbiert wurde, ist jetzt sofort wieder in der Atmosphäre. Ja? Daher, das ist auch nicht unbedingt ausschlaggebend. Wichtig ist die langfristige Speicherung, und die langfristige Speicherung erfolgt bei pflanzlicher CO2-Speicherung immer in Form von Holz. Puff. Ja? Und es ist nicht so, dass ein Miyawaki-Wald innerhalb kürzester Zeit unglaublich viel mehr Holz bilden würde, als das bei einem klassischen, in Anführungszeichen, Baumpflanzprojekt der Fall ist. Er macht mehr, ja. Ja, er macht mehr, er macht auch bestimmt viel mehr, aber nicht unendlich. Ja? Also das ist Marketing, definitiv. So, jetzt muss man nochmal nachgucken, was für Vorteile hat denn der noch? Also deutlich höhere Individuendichte als in einer herkömmlichen Pflanzung. Jetzt gehen wir einfach mal die Vorteile nochmal durch und reviewen die kritisch. Das ist der Fall. Ja?
Das ist dahingehend gut, weil höhere Individuenanzahl gibt eine höhere Chance, dass bei den Individuen, die da sind, ein Individuum dabei ist, das besonders gut angepasst ist und besonders gut da wachsen kann, wo es jetzt halt eben steht. Ja? Die Chance, dass das zusammenpasst, perfekter Boden für die perfekt angepasste Pflanze auf den genau zu ihr passenden Boden, auf exakt dem Quadratzentimeter gekeimt, an dem die Bedingungen am optimalsten sind, das kann man nicht pflanzen. Das kann man nur durch Zufall aus Versehen. Eigentlich gar nicht pflanzen, sage ich immer, aber vielleicht kann man es ja doch pflanzen. Jetzt gehen wir einfach mal spaßeshalber davon aus. Warum nicht pflanzen? Naja, die Wurzelentwicklung ist nur dann eine natürliche, wenn der Baum aus seinem Samen gekeimt ist und an dem Ort, wo er gekeimt ist, auch wächst. Wann immer man ihn pflanzt, hat man ihn ja vorher irgendwo ausgerissen und setzt ihn jetzt woanders wieder rein. Das ist unnatürlich. Eine Pflanze will nicht ausgerissen und woanders wieder reingesetzt werden. Das kommt in deren Lebenszyklus nicht vor, insbesondere nicht bei einer Holzpflanze. Und damit ist das immer so, dass gepflanzte Holzpflanzen immer gewisse Wuchsdepressionen, Pflanzschock nennt man das auch, erleiden. Und das äußert sich dann später irgendwann in einer häufig reduzierten Lebenserwartung und häufig in einer reduzierten Vitalität. Dazu habe ich beim Durchforsten der Tüxenakten gerade einen wunderbaren Artikel von meinem Großvater gefunden, der genau das auch schon vermutet hat. Heute können wir das schlicht und ergreifend beweisen. Das ist ganz oft so. Also durchschnittlich reduziert sich die Lebenserwartung einer Holzpflanze, wenn sie gepflanzt wurde, doch sehr rapide. So, nicht immer, aber durchschnittlich schon. So, zurück zur hohen Individuendichte. Die hohe Individuendichte, wie gesagt, die ist gut, weil die Chance, dass wir eben eine, wenn auch gepflanzte Pflanze, an genau die richtige Stelle gepflanzt haben, steigt, je mehr Pflanzen wir pflanzen. Schlicht und ergreifend. Ja, und wenn da so 2, 3, 4, 5 dabei gewesen sind, die tatsächlich an der perfekten Stelle sitzen, dann werden die auch hervorragend wachsen, dann werden die eine große Gesundheit ausbilden und dann werden die da auch sehr langfristig für ja, Wachstum, Schatten und all die anderen positiven Aspekte, wie zum Beispiel frische Luft, sorgen, die eben größere Pflanzen so mit sich bringen. Ne? Also das ist auf jeden Fall wirklich ein Vorteil der Miyawaki-Methode, den man nicht wegdiskutieren können. Höhere Pflanzzahl ist gut. So, dann auf einer Pflanzfläche werden viele unterschiedliche Arten, meistens über 20 standortheimische Bäume und Sträucher gepflanzt. Und da kann man sich jetzt auch schon wunderbar kloppen. Es soll ja, zumindest wird es so beworben, ein möglichst naturnaher Wald sein. Jetzt ist aber eine riesige Artenvielfalt pflanzlicher Art nicht zwingend naturnah. Und wenn wir jetzt nochmal das Konzept der PNV bemühen, auf dem das Ganze ja basiert nach Idee von Miyawaki, heißt das auch manchmal, dass die natürliche potenzielle natürliche Vegetation so rum auch eine artenarme sein kann und eben nicht aus 20 verschiedenen Gehölzen besteht, sondern nur aus 5 zum Beispiel. Ja? Oder gar nur aus einem, wie das bei unseren Buchenwäldern der Fall ist. Das stimmt jetzt auch nicht ganz. Es gibt noch ein paar andere Gehölze im Buchenwald, wenn man mit auf meiner Essentour gewesen ist, kann das bestätigen. Nämlich mindestens 2, die dann noch ganz gerne mal unter der Buche wachsen. Will ich jetzt nicht spoilern, falls doch noch jemand mit auf die Essentour will. ich muss auch Werbung machen, ja. Es ist ein hartes Leben heutzutage. Gut, aber größtenteils tatsächlich eben einfach Buche. So, und da wäre jetzt, wenn man jetzt versuchen würde, einen PNV-Buchenwald als Miyawaki-Wald anzuwenden, wäre das eine ziemlich blödsinnige Angelegenheit, beziehungsweise schwierig, weil du halt eben nicht, ja klar, du kannst 20 mal Buche pflanzen, aber dann hast du halt eben nicht möglichst viele verschiedene Gehölze. Und selbst wenn du die 5 oder 6, die im Buchenwald zusätzlich noch vorkommen, neben der Buche, die sehr selten sind, mit dazu pflanzt, dann kommst du halt auf 7. Ja, also das mit den 20, das kann man erreichen, wenn man das in den Tropen macht, ist das überhaupt kein Problem. Da könntest du auch 150 auf die Fläche pflanzen, weil so viele kommen da pro Hektar durchaus gerne mal vor, unterschiedliche verschiedene. Aber es kommt halt ganz stark darauf an, wo auf dem Planeten befinden wir uns und wie ist denn unser natürliches Ökosystem aufgebaut. Oder gar pflanzen Miyawaki-Wald nach Sibirien, kurz vor die Grenze, wo überhaupt noch Baumwachstum möglich ist. Da ist die Artenzahl auch ein kleines bisschen eingeschränkt. Da gibt es maximal vier Pflanzen, die den Titel Baum überhaupt tragen und davon ist lediglich eine baumförmig. Die anderen 3 sind vielleicht so hoch, ja, vom Boden aus gesehen, so wie ich jetzt sitze. Maximal. Die kann man da auch schon mitpflanzen, keine Frage. Aber
Es ist nicht unbedingt natürlich, die größtmöglichste Vielfalt hinzupflanzen an einheimischen Pflanzen, die man in der näheren Umgebung finden kann. Die sind zwar in der näheren Umgebung vorhanden, aber sie differenzieren sich eben. Also sagen wir mal, wir finden um unsere zu pflanzende Fläche, finden wir 20 Pflanzenarten, ja, drumherum. Aber 5 von denen stehen auf den besonders nassen Orten, 7 von denen stehen an den besonders trockenen Orten und die anderen 8, wenn ich es richtig gezählt habe, die stehen irgendwo dazwischen in einem Kontinuum zwischen trocken und nass, ja, und haben alle so ihr spezielles Plätzchen. Und in der Mitte, wo wir beste Bedingungen haben, weder trocken noch nass, die perfekte Balance zwischen beiden, da steht genau eine Art. In unserem Fall wäre das dann die Buche. Ja, und damit sind eben nicht alle 20 Pflanzen automatisch auf derselben Fläche, auch wenn sie in der näheren Umgebung vorkommen, sondern sie haben ihren eigenen Standort. Und den Boden, den wir jetzt bereitet haben für einen Miyawaki-Wald, der ist zwar jetzt ein perfekter Boden und unglaublich wüchsig und super toll für jedes Pflanzenwachstum geeignet, aber er steht immer noch an einem Ort mit der und der Jahresdurchschnittstemperatur, dem und dem Jahresdurchschnittsniederschlag, und der und der Wahrscheinlichkeit, dass, oder so und so viele Sonnenstunden beispielsweise, die da einfach die Sonne hinbrutzelt. Das sollen auch mindestens 10 sein, sagt man, glaube ich, für Miyawaki-Wälder im Regelfall. Ja, und da muss man dann halt schon gewisse Abstriche machen. Es ist nicht einfach damit getan, eine hohe Zahl an verschiedenen Pflanzen dahinzustellen. Das mag manchmal funktionieren, sicher, klar, keine Frage. Es ist aber nicht, es ist die Wahrheit, es ist eine angewandte Methode, die ein Gärtner sozusagen umsetzen kann. Jetzt nichts gegen den Gärtner, das sind tolle Leute. Mein Onkel ist Gärtner oder sagt zumindest von sich selber, er ist Gärtner, eigentlich ist er Landschaftsarchitekt, aber ja. Das sind wirklich alles super Leute und da ist überhaupt nichts dran auszusetzen, aber wir versimplifizieren hier eine in der eigentlichen Theorie von Herrn Miyawaki deutlich komplexere Methodik auf eine sehr simple Anwendung. Und da muss man vorsichtig sein, wenn man Miyawaki-Wälder zu sehr simplifiziert, weil es gibt halt Fälle, wo es eben nicht funktioniert. Und bisher sind die Beispiele, die der Herr Schamana, heißt er so, ich gucke nochmal nach, Sharma gepflanzt hat, sind alles eben Regionen, in denen es vergleichsweise einfach ist. Ich habe noch keinen Miyawaki-Wald noch nicht. Vielleicht kommt das noch bald, beziehungsweise einige sind jetzt am Wachsen. Da muss man jetzt abwarten, wie gut die dann wachsen. In Regionen gesehen, wo sehr, sehr schwierige Bedingungen herrschen. Dann wäre das natürlich hochgradig spannend. Also da gibt es noch ein paar aktuelle Artikel. Ich versuche euch da auch noch ein bisschen was zu verlinken in der Videobeschreibung. Ich weiß noch nicht genau, was ich euch alles verlinke. Ich habe zig Sachen gelesen. Ich muss euch jetzt nicht 100 Links da unten reinpacken. Da könnt ihr nichts mit anfangen. Besser eine kleine Auswahl, die dann auch wirklich lesenswert ist. Ohne eure Zeit völlig zu vergeuden, weil ich ja sowieso schon mit eurer Zeit eh immer schon großzügig umgehe mit meinen Videos, ne? Na, wie auch immer. Jedenfalls eine Auswahl an Links findet ihr unten. Und ja, das bleibt abzuwarten. So, wesentlich bessere Geräusch- und Staubreduktion durch dichte kleine Wälder. Punkt. Das ist richtig. Definitiv. Ja. Also je dichter der Wald, desto besser die Schalldämmung schlicht und ergreifend. Und die Staubreduktion ist vor allem im urbanen Raum Thema Feinstaub ein Riesenthema. Feinstaub setzt sich schlicht und ergreifend einfach auf den Blättern der Bäume ab. Je mehr Blätter da pro Fläche übereinander, also größere Vertikalstruktur, weniger Horizontalstruktur vorkommen, desto größer die Blattfläche insgesamt in der Landschaft, desto mehr Staub kann sich auf den Blättern absetzen. Und wenn es dann regnet, hoffen wir, dass das dann bald der Fall ist, wird der Staub von den Blättern abgewaschen, landet mit dem Regen im Boden, funktioniert dann, je nachdem, was das für ein Staub gewesen ist, nicht alles an Abgasen ist schlecht, sogar dann wiederum als Dünger für den kleinen Miniwald. Das ist also wirklich eine gute Sache und vielleicht einer der großen, großen Vorteile, weshalb gerade im urbanen Raum, mitten in der Stadt, wo immer mal gerade 30 Quadratmeter Boden verfügbar sind, einen Miyawaki-Wald anzulegen, eine richtig, richtig tolle Idee ist. Ich möchte nochmal betonen, auch wenn ich jetzt versuche, das Ganze zu kritisieren, das ist einfach mein Job, dafür bin ich wissenschaftlich ausgebildet, wir kritisieren uns grundsätzlich alle gegenseitig in Grund und Boden und wenn dann irgendwas übrig bleibt, was keiner mehr kritisieren kann, dann ist vielleicht was dran. Ja, und in diesem Fall muss man wirklich sagen, das ist auf jeden Fall ein wesentlicher Pluspunkt und ein gutes Argument. Allein das ist gutes Argument genug, Wälder oder Gärten, Parkanlagen, wie auch immer im Miyawaki-Stil anzulegen. Übrigens das Beispiel ganz am Anfang, wer meinen langen Monolog mit meinen persönlichen Anekdoten gehört hat, Küstenschutzverbauung mit der Miyawaki-Methode, das ist natürlich eine
die beste Grundlage überhaupt, um diese Miyawaki-Methode anzuwenden, um eben Küsten vor Erosion zu schützen oder Hänge. Das gleiche funktioniert auch im Gebirge. Wenn man im Gebirge schnell einen Hang wieder bewallen möchte, dann kann man das ebenfalls mit der Miyawaki-Methode tun. Man muss halt nur in der Lage sein, den Gebirgshangboden auch nach Miyawaki-Methode aufzuhübschen, sage ich jetzt mal. Also den Boden aufzubrechen, aufzulockern, mit Nährstoffen anzureichern, mulchen. Und übrigens, die ersten 3 Jahre wird bewässert. Das steht hier jetzt nicht in diesem Text, aber das kommt noch entsprechend dazu, dass die ersten 3 Jahre bewässert wird. Aber wir können es vielleicht zusammenfassen unter dem nächsten Vorteil, der hier genannt ist. Geringer Pflegeaufwand nach der Pflanzung. Und ja, der Pflegeaufwand besteht vor allen Dingen darin, dass das Ding eben noch 3 Jahre bewässert werden soll. Und da bin ich jetzt ein bisschen kritisch. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Dass wir den Boden anreichern, so dass er mehr Wasser aufnehmen kann, wenn es dann mal regnet. Super, klasse, nichts dagegen auszusetzen. Ja, das ist ein langfristiger Vorteil. Der Boden bleibt zumindest sehr lange und wird dann auch durch das natürlich runterfallende Laub ja auch wieder mit neuer organischer Substanz versorgt. Vielleicht fällt auch mal ein kleiner Miyawaki-Baum um und zersetzt sich und versorgt den Boden mit neuer ökologischer organischer Substanz und dann wächst das alles bis in alle Ewigkeit theoretisch, ganz wichtig, kommen wir noch zu, weiter. Aber diese Bewässerung in den ersten 3 Jahren führt dazu, dass die jungen Bäumchen die ersten 3 Lebensjahre unter Luxusbedingungen verbringen. Ja? Sie haben, abgesehen davon, dass sie Konkurrenz zu anderen Bäumchen nebendran haben und sich miteinander irgendwie einigen müssen, wer jetzt wann wie schnell wächst und so weiter und so fort, haben die absolute Luxusbedingungen, was ihr Leben angeht. Vollversorgung mit der perfekten Menge Wasser in einem nährstoffgesättigten, super durchwurzelbaren Boden. Natürlich wachsen die dann sehr schnell und das ist ja auch Sinn und Zweck der Veranstaltung. Aber sie haben dann die ersten 3 Jahre ihres Lebens nur den Luxus kennengelernt. Stellt man die Bewässerung dann ein, dann haben sie immer noch einen luxuriösen Boden, aber nicht mehr automatisch eine luxuriöse Wasserversorgung. Und das kann, auch wenn man immer hört, Miyawaki-Wälder wachsen alle super, man hört nichts von Gegenbeispielen, vielleicht einfach, weil keiner die jemals groß publik gemacht hat oder weil sie unter den Tisch gekehrt wurden und so weiter und so fort. Aber ich bin mir sicher, dass es Situationen geben muss, ist aber auch nur Spekulation, ne? Beweisen kann ich das nicht, in denen diese anfängliche Bewässerung dazu führt, dass die Bäume zu wenig Resistenz für Trockenphasen, die ja auch mal auftreten können, ausbilden. Und das bedeutet, dass wir später halt eben doch noch einen gewissen Pflegeaufwand haben, weil wir diese Mädchen, wenn wir nachher wollen, ohne Bewässerung, dass sie uns immer noch nicht eingehen, wenn es mal zu besonders trockenen Jahren kommt, was passiert, wie wir inzwischen wissen, dann müssen wir sie nochmal bewässern. Das heißt, die Option einer Bewässerung muss weiterhin gegeben sein, weil die Bäumchen in Luxus aufgewachsen sind. Und das darf man halt eben nicht ganz vergessen. Jetzt ist eine Bewässerung von einer 30 Quadratmeter Fläche im urbanen Raum nicht weiter dramatisch. Das kann man schon machen. Ja, im Regelfall kann man das machen. Und die Mengen an Wasser, die als Überlebenswasser notwendig sind, sind auch relativ überschaubar. Eine Pflanze kann theoretisch gigantische Mengen von Wasser in die Luft pusten und jede Menge CO2 machen, wenn genug Wasser da ist. Wenn man aber nur möchte, dass die Pflanze nicht gleich vertrocknet, dann muss man sie nicht mit 10.000 Litern am Tag bewässern, sondern dann reichen auch 100. Und das ist jetzt immer noch viel, wenn man bedenkt, dass gerade eine Dürre irgendwo im Lande herrscht. Aber es ist machbar, sagen wir mal. Ja? Ob man das dann später möchte oder ob man auch irgendwann mal sagt, jetzt opfern wir die Bäume, damit wir noch was zu trinken haben. Kann man machen, ist letztendlich wieder eine Milchmädchenrechnung, weil wenn wir gar keine Bäume mehr haben, dann werden wir auch keine Grundlage mehr dafür haben, dass irgendwo das Wasser gespeichert werden kann, was wir vorher zum Trinken haben wollten und so weiter und so weiter. Ihr seht, komplexes Thema, aber so viel zum Thema, dass die Dinge noch bewässert werden, was hier wie gesagt nirgends steht, aber das wollte ich unbedingt noch erwähnt haben. Ja, also so viel geringer Pflegeaufwand nach der Pflanzung. Im Idealfall ist die Idee, dass diese durcheinander gemixten Bäume, die alle eine potenziell andere Höhenstruktur im Waldgleichgewicht einnehmen sollen, sich eben gegenseitig in ihre jeweils natürlicherweise entstehende Höhenstruktur hineinbegeben und da dann bleiben. Und das bleibt eine ganze Weile so und dann muss man das eben nicht pflegen. Und jetzt muss man auch wieder betonen, die Idee für Miyawaki-Wälder bzw. die Umsetzung von Miyawaki-Wäldern von dem Herrn Shama, glaube ich, ist aus unternehmerischer und
eher so gärtnerischer Sicht entstanden. Dass Wälder außerordentlich langlebige Ökosysteme sind und er selber bringt den Werbespruch sozusagen, so macht man einen 100-jährigen Wald in 10 Jahren. Ja, was er aber dabei eben nicht beachtet, ist, dass in 10 Jahren eben die Ausdifferenzierung dieses Waldes noch nicht abgeschlossen ist. Das heißt, manche Bäume haben jetzt ihre Nische gefunden und ihre Höhenstruktur gefunden und werden da erstmal noch ein Weilchen bleiben. Das geht also sicherlich auch 20 Jahre gut. Ob es 30 Jahre gut geht, wird von vielen Experten der Forstwissenschaften insbesondere oder der Botanik dann schon wieder etwas bezweifelt, weil sich die Bäume eben gegenseitig ausdifferenzieren. Und das bedeutet, wir tun hier so, als gäbe es die Konkurrenz nicht. Die Konkurrenz gibt es aber und die Konkurrenz führt dazu, Survival of the Fittest, frei nach Darwin, den darf man jetzt auch noch gerne aus dem Hut zaubern, den guten alten Charles, dass die Bäume sich gegenseitig eben versuchen umzubringen. Weil die, die weiter unten sind, möchten gerne weiter nach oben. Und die, die weiter oben sind, möchten bitte gerne nicht, dass die, die weiter unten sind, weiter nach oben kommen. Und so werden die, die oben sind, irgendwann, weil sie unendlich viel Platz haben, weil sie nun mal oben sind und dann eine so riesige Krone machen können, wie sie lustig sind, wie die Wasserversorgung hergibt vor allen Dingen. Und die Wasserversorgung ist ja gut, insbesondere die ersten 3 Jahre und danach wahrscheinlich immer noch ganz gut, weil man ihnen Regenrinne zugeleitet hat oder sonstige Späße betrieben, damit die Wasserversorgung für diese kleinen Wäldchen gut bleibt. Dann setzen sich erstmal die Bäume oben durch und wenn die immer größer und breiter und so weiter und so fort werden, gibt es immer weniger Licht für die unten drunter. Und es ist definitiv absolut nachgewiesen aus den Forstwissenschaften und die sind nochmal deutlich älter als die Miyawaki-Methode, da ist auch viel Blödsinn dabei gewesen, was wir in unserer Frühzeit angestellt haben, wir Forstwissenschaftler, definitiv. Aber bei einem Punkt sind wir uns definitiv sicher und das ist nicht wegzureden, dass Wälder immer mehr ihre Stammzahl reduzieren und immer aus immer weniger dicken Bäumen bestehen, je älter sie werden. Das gilt weltweit, im tropischen Regenwald, bei uns und in Sibirien. Ja, das nennt man Stand Density Index. Hat der Herr, weiß nicht mehr wie er heißt, erfunden. Aber er war ein Forstwissenschaftler, der das mal festgestellt hat. Das hat man seitdem für ganz viel Geld überall auf dem Planeten beobachten lassen und überall auf dem Planeten mehr oder weniger nachgewiesen, dass es nun mal so ist, dass Wälder mit einer hohen Stammzahl starten. Viele, viele kleine niedliche Bäumchen, die dann immer dicker, höher. Und einzelne werden immer dicker. Hier zum Beispiel diese Eiche, die ist schätzungsweise 180, sowas um den Dreh, vielleicht schon 200. Und von diesen Eichen, könnt ihr euch mal umgucken, stehen hier gar nicht mal so viele. Ja? Und woran liegt das? Da hinten ist nochmal eine zum Beispiel. Ne? Also da am anderen Bildrand, mein Arm ist zu kurz, da. Woran liegt das? Weil wir alle anderen Eichen gefällt haben, auch. Aber wenn wir das nicht gemacht hätten, dann hätten sie sich trotzdem ausdifferenziert und der Platz in der Krone, da oben, der würde trotzdem, weil jeder Baum, der so groß ist, eine große Krone braucht, würde der Platz trotzdem nur für, sagen wir mal, 120 Bäume pro Hektar reichen und nicht für 20.000 Keimlinge, die hier ursprünglich vielleicht mal irgendwann gekeimt sind. Ja? Und das ist definitiv, wenn man in der Biologie überhaupt von Naturgesetzen sprechen kann, dann ist das fast schon eine Regel, die eigentlich immer gilt. Und man kann jetzt nicht auf unbegrenzte Zeit, auf kleinem Raum, beliebig viele Bäumchen nebeneinander stehen haben, die jeweils mit dem wenigen Platz, der ihnen gegeben ist, einfach beschließen, okay, ich komme jetzt mit diesem Platz klar und arrangiere mich jetzt damit und werde auf keinen Fall versuchen, irgendeinen Nachbar umzubringen. Ich werde ihnen keine Wurzelkonkurrenz im Boden machen, ich werde nicht versuchen, ihn auszudunkeln von oben, indem ich ein paar Blätter über ihn drüber wachse und so weiter und so fort. Das machen Bäume. Ja, das kann man ihnen auch nicht austreiben, weil man sie in Dichtstand und mit einer hohen Artenvielfalt auf einen perfekt vorbereiteten Boden gepflanzt hat. Und das heißt, dass so ein Miyawaki-Wald 20 Jahre sicher gut funktioniert. Vielleicht funktioniert auch 30 Jahre ganz gut, das hängt davon ab, in welcher Klimazone. Aber spätestens dann werden einzelne Bäumchen da unten drunter verschwinden, diese schöne Vertikalstruktur, dieses tolle, vielfältige Miteinander geht verloren und es setzt sich alle 10 Quadratmeter ein dicker Baum durch. Irgendwann. Ja? Ungefähr plus minus. Und dann haben wir irgendwann keinen Miyawaki-Wald mehr, sondern einen stinknormalen Parklandschaft in Anführungszeichen oder einen Miniatur-Standard-Wald, der halt eben aufgrund seines Alters jetzt eben nur noch aus 4 Bäumen, weil die Fläche zu klein ist, besteht, die jeweils ein Viertel des gesamt zur Verfügung stehenden Platzes für sich auch beanspruchen und den auch brauchen.
Man muss nämlich generell zu Pflanzenwachstum auch noch unbedingt wissen, dass Pflanzen grundsätzlich, ja, ich komme hier vom Hundertstel ins Tausendstel des Videos, also glaube ich mal wieder Prädikat für intelligente Leute, aber das seid ihr ja. Man muss zu Pflanzenwachstum grundsätzlich wissen, dass eine Pflanze immer wachsen muss. Immer. Das ist wirklich ein Naturgesetz in der Biologie. Es ist nicht möglich, dass eine Pflanze das Wachstum einstellt, dann ist sie tot. Sie kann sehr langsam wachsen, aber ein gewisses Maß an Wachstum muss immer stattfinden. Das gilt insbesondere für Holzpflanzen, die jedes Jahr ein Stückchen dicker werden müssen vom Stamm her, ne? Also hier unsere Eiche, die wächst nicht mehr schnell, aber die wird jedes Jahr noch ein ganz kleines bisschen, und wenn es nur ein halber Millimeter an Durchmesser ist, was die zunimmt, ein kleines bisschen dicker wird sie. Warum? Weil hier drin im Stamm sitzen Wasserleitungen, ne? Sogenannte Gefäße im Xylem, Xylemgefäße, wenn man sie so nennen möchte. Und in denen sitzt ein Wasserfaden, der zieht sich hier hoch bis hoch in die Krone. Und dieser Wasserfaden wird kontinuierlich Wasser aus dem Boden rausziehen, wie mit einem Fahrstuhl hoch in die Blätter, da wird es verbraucht, dann kommt das nächste nach. Es ist ein kontinuierlicher Prozess, mit dem Wasser aus dem Boden in die Krone befördert wird. Immer, immer, immer kontinuierlich, immer schön gleichmäßig, mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer, das ist egal, aber es muss immer was laufen. So. Außer im Winter, da muss nichts laufen. Aber das ist noch nicht hundertprozentig verstanden, wie das eigentlich funktioniert mit dem Winter und so weiter und so fort. Aber da kommen wir jetzt, das ist zu detailliert. Da lassen wir jetzt die Pfoten davon. Gut, wie dem auch sei, soweit funktioniert das erstmal ganz wunderbar. Das Problem ist, dieser Wasserfaden ist verdammt dünn. Und wenn jetzt mal irgendwann an einem Tag besonders viel Sonne scheint und der Boden besonders trocken ist, dann kann es sein, dass der Ruf nach Wasser da oben, oh, wir haben so viel Sonne, wir brauchen mehr Wasser für mehr Photosynthese. Und das, was die Wurzel in dem Moment aufnehmen kann, nicht ganz zusammenpassen. Und dann kriegt die Wurzel irgendwann gar kein Wasser mehr. Die Wurzel, die für die jeweilige Wasserleitung zuständig ist, jede Wasserleitung hat so mehr oder weniger eine Wurzel. Und diese eine Wurzel, da ist halt gerade alle. Und in dem Moment wird da mehr Wasser gebraucht, als gleichzeitig nachgeliefert werden kann. Der Sog ist stärker als das, was nachgeliefert werden kann, unser Wasserfaden. Und damit ist der Wasserkreislauf unterbrochen. Und in diesem Gefäß wird nie wieder ein Wasserfaden entstehen können, der da rauf und runter, also nur rauf eigentlich, transportiert wird. So. Und da das unumkehrbar ist, eine Embolie nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, muss der Baum jedes Jahr ein ganz kleines bisschen dicker werden, um ein neues Gefäß auszubilden, beziehungsweise einen Kranz neuer Gefäße um den gesamten Stamm drumherum. Und die haben dann wieder einen frischen Wasserfaden drin, weil sie frisch gebildet worden sind. Und der funktioniert dann wieder. Und dann kann das Ganze wieder weitergehen. Ja? Also einfach durch die Tatsache, dass ein Wasserfaden nie ewig hält, muss immer wieder neue nachgeliefert werden. Dafür muss ein ewiges Dickenwachstum und damit verbunden eine ewige Ausweitung der Wurzel, eine ewige Ausweitung der Krone bis in alle Ewigkeit stattfinden können. Und wenn das nicht bis in alle Ewigkeit funktioniert, dann sind Bäume halt doch nicht unsterblich. Na? Und das sind sie halt leider nicht. Wäre schön. Und da haben wir dann das Problem. Und deswegen kann auch der kleine Baum im Miyawaki-Wald nicht einfach beschließen, ich bin jetzt so groß, wie ich bin und das bleibe ich jetzt. Das gleiche wie eure Top-Pflanze, wenn ihr sie gut pflegt, irgendwann wirklich durch die Decke gehen wird und euren gesamten Raum zuwuchern wird, weil sie immer weiter wachsen muss. Sie hört nicht damit auf. Entweder stirbt sie oder sie wächst. Punkt. Na? Und dieses Prinzip sorgt dafür, dass sich Miyawaki-Wälder nach Meinung von mir und anderen Kollegen irgendwann ausdifferenzieren zu einem stinknormalen Wald, wenn sie groß genug sind, oder eben 4 bis 5 bis 6, je nachdem wie viel Platz da ist, Einzelbäumen. Und auch die werden, wenn sie dann irgendwann wirklich riesen Dimensionen erreicht haben sollten, nach 100, 200 Jahren, dann irgendwann alleine dastehen. Einer dieser 5, 6 Bäume wird sich nur durchsetzen können, falls man da jemals einen Methusalem-Baum haben möchte. So, und jetzt die Frage, aha, aber ist das denn schlimm? Nein! Und das ist der Knackpunkt, weil, wofür ist ein Miyawaki-Wald gedacht? Der ist dafür gedacht, um schnell im urbanen Raum, und da muss es eben schnell gehen, weil Dinge, die im Wald eben sehr viel Zeit haben dürfen, ein Ökosystem wie der Wald, darf sich langsam entwickeln, hat er schon immer gemacht und gehört dazu und ist auch in Ordnung so. Eine Stadt ist erheblich kurzlebiger.
Ja, und du kannst in der Stadt eben nicht 100 Jahre warten, bis du einen dicken Baum da stehen hast, sondern du möchtest da jetzt viel Grün in der Stadt haben. Und da kommt jetzt der Miyawaki-Wald ins Spiel. Und wenn der nach 30 Jahren komisch aussieht und nach 30 Jahren nicht mehr funktioniert, dann kommt die Verkehrssicherung ins Spiel. Weil kannst du dir es denn überhaupt leisten, in der Stadt riesige Methusalem-Bäume rumstehen zu haben, die dann spätestens nach 150 Jahren anfangen, Todäste auszubilden, die irgendwann runterfallen können, und du musst quasi alle paar Tage jemanden bezahlen, der da hochklettert und die Baumkrone kontrolliert, damit ja kein Passant, der unterm Baum langläuft, vom Ast erschlagen wird. Geht nicht, zumindest nicht in Deutschland. Und damit ist die Chance, dass du richtig große alte Bäume mal in der Stadt haben wirst, zumindest in Deutschland, quasi nicht existent, weil die eben gefährlich sein könnten für ein paar Spaziergänger auf Straße. Und Spaziergänger auf Straße hat ja das Anrecht, anders als Spaziergänger im Wald, dass, wenn er auf Straße rumläuft, er vor sämtlichen Gefahren gefälligst geschützt werden muss und jedes Mal, wenn er die Straße betritt, in Luftpolsterfolie eingewickelt wird, damit ihm auch ja nichts passiert beim Betreten der Straße. Ja, ausgenommen Autos. Autos abzuschaffen, damit Leute sicher auf der Straße rumlaufen können, wäre natürlich viel zu übertrieben. Autos abzuschaffen, damit der Planet gerettet wird, wäre... Da kommt man gar nicht erst auf die Idee. Ne? Aber jetzt fange ich an, böse zu werden. Und ihr wisst, in welche Richtung diese Überlegungen gehen. Aber das lassen wir jetzt natürlich hier wieder sein. Ne? Herr Miyawaki hat übrigens auch durchaus Überlegungen in diese Richtung, in ein paar Dokumenten, die ich im Internet finden konnte, durchaus geäußert. Ja? Es ist durchaus mitunter relativ rührend, was der Mann so interessante Sachen geschrieben hat. Er taucht auch im einen oder anderen YouTube-Video persönlich auf. Auch dazu ein Link in der Videobeschreibung. So. Also kurzfristig mehr Grün in die Stadt kriegen, mehr Biodiversität, Lebensraum für Insekten, Schmetterlinge etc. pp. Schmetterlinge sind auch Insekten, ja, ich weiß. Spinnen, ja, sucht euch was aus und einfach die Grünwirkung, die positive, die emotionale, gute Wirkung, die sowas Grünes haben kann, das in wenigen Jahren in einer großen, relativ großen, üppigen Form in der Stadt, da sind Miyawaki-Wälder super. Ja, und wenn die dann nach 30 Jahren nicht mehr funktionieren, ja, du musst die sowieso irgendwann platt machen. Der Baum darf nicht beliebig groß werden. Wir sind in der Stadt und das ist halt die bittere Realität. Und dann machst du es halt platt und dann pflanzt du einen neuen, der sieht nach 4 Jahren auch wieder gut aus. Und die 4 Jahre, die es halt braucht, bis es wieder gut aussieht, muss dann der Anwohner vermissen, was er vorher gehabt hat. Aber es ist einfach nicht realistisch, dass wir eine natürliche, in Anführungszeichen, Waldentwicklung im urbanen Raum bis hin zum Methusalembaum, bis hin zu einer Eiche diesen Kalibers, die übrigens auch Totholz aufweist. Mir könnte jederzeit ein Ast auf den Kopf fallen. Also rein technisch gesehen, ich nehme das Risiko gerne in Kauf. Beziehungsweise hier sowas liegt hier schon. Wenn das jetzt in dem Moment runterfallen würde, wo ich hier sitze und ich krieg's direkt auf den Kopf, dann habe ich natürlich meinen Sicherheitshut auf und nichts passiert. Aber hätte ich keinen Sicherheitshut auf, gut. Machen wir mal weiter in der Liste der Vorteile. Ich bin noch nicht ganz durch. Wachstum der meisten Setzlinge von mindestens 1 Meter pro Jahr. Das stimmt und das ist tatsächlich ein bisschen dadurch begünstigt, das Höhenwachstum, ja, das nach oben streben, weil wir sie so dicht gepflanzt haben und weil so viele andere Pflanzen nebendran sitzen. Und dadurch spüren sämtliche Pflanzen, die da gepflanzt worden sind, einen massiven Druck. Wenn ich jetzt nicht als erster oben bin, dann ist es mein Nachbar oder dem sein Nachbar. Und wer zuerst oben ist, schmeißt Schatten auf die anderen. Und daher ist das Wettrennen, wer zuerst oben ist, entscheidend. Wer das gewinnt, hat eine Überlebenschance langfristig. Wer es nicht gewinnt, hat langfristig keine Überlebenschance. Und damit ist jede Pflanze, die da unter besten Bedingungen wachsen kann, weil bester Boden mit bester Wasserversorgung angetan, möglichst schnell nach oben zu streben. Ja? Wachsen die unter gleichmäßigeren Bedingungen auf oder wachsen sie so auf, dass sie gar keine Konkurrenz in Sachen, da schmeißt jemand Schatten über mich drüber, fürchten müssen, dann haben sie auch keine Motivation, besonders schnell nach oben zu schießen. Stattdessen machen sie eher ein ausgeglichenes Verhältnis aus Wurzelwachstum und Höhenwachstum und versuchen eben ihr Höhen- und Wurzelwachstum in einem vernünftigen Gleichgewicht zu halten. Das tun mit der Miyawaki-Methode gepflanzte Pflanzen nicht, darf man zumindest von ausgehen, dass hier das Wurzelwachstum etwas weniger üppig ausfällt, was klar ist, weil der Boden perfekt ist und im perfekten Boden brauchst du nicht so viel Wurzel und kannst es dir dann auch leisten, dich auf das Sprosswachstum, sprich die Höhenentwicklung, zu konzentrieren und damit
reduzieren wir letzten Endes wieder die Lebenserwartung und ermöglichen diesem Wald nicht unter schlechten Bedingungen, zum Beispiel auf schlechten Böden, überhaupt überlebensfähig zu sein. Das ist übrigens dann auch in der nächsten Generation wieder ein Problem. Würde ein Miyawaki-Wald dafür da sein, was er ja nicht ist, um Samen für die nächste Waldgeneration hervorzubringen? Wären diese Samen quasi ja, die Kinder von Weichei-Eltern, die nie das richtige, harte Leben in der Realität kennengelernt haben, so in etwa, und werden erzogen eben im Wissen, dass du im Luxus schwelgen kannst, wenn du keimst. Und damit ist ein Samen von so einem Miyawaki-Waldbaum quasi für die Realität, einen nicht perfekt vorbereiteten Boden, völlig unbrauchbar. Ja? Also da steckt so viel dahinter. Ihr seht, ich komme nicht mehr aus dem Quasseln raus. Daher ein Wachstum von mindestens einem Meter pro Jahr pro Setzling. Und auch das hängt wieder davon ab, wo man den Wald hinpflanzt. In Sibirien macht der nicht einen Meter pro Jahr, egal wie Miyawaki der Wald dann ist. Da klappt das dann halt einfach nicht mehr. In Indien gerne auch mal mehr als einen Meter pro Jahr. Da herrschen ja wiederum tropische Wachstumsbedingungen. Es gibt keinen Winter. Ne? Also das Jahr besteht aus 12 wachstumsfähigen Monaten. Und bei uns eben inzwischen auch aus gefühlten 11 davon, aber gefühlt sind sie ja in der Realität noch nicht. Wir haben ja schon noch einen Winter, mehr oder weniger. So, nach circa 3 Jahren entsteht ein völlig autarker, natürlicher und einheimischer Wald. Und das ist natürlich völliger Blödsinn. Nach circa 3 Jahren entsteht zwar ein autarker von mir aus, sofern man dann eben berücksichtigt, dass sobald eine Dürre kommt, der Wald kaputt ist, weil er bis dahin Wasser bekommen hat. Aber in keinster Weise natürlicher und auch nicht einheimischer Wald, weil man ja viel zu große Biodiversität, die natürlich so nicht vorkommen würde, weil da die Standortsbedingungen eben ausschlaggebend sind, zusammengepflanzt hat. Man hat hier also zwar positiv eingegriffen in die natürliche Entwicklung, indem man die Biodiversität künstlich angereichert hat. Das kann man jetzt als was Gutes empfinden, aber natürlich ist das nicht. Ne? Ganz klar, nö. Absoluter Widerspruch. Ist nicht so, ist Marketing. So, es kann komplett auf Kunstdünger verzichtet werden. Ja, hatte ich ja schon gesagt, was nimmt man als natürlichen Dünger? Erstens Gülle, zweitens Mist, drittens abgeriebener Nordalpenstein, den man mit der Feile runtergefeilt hat. Hatte ich irgendwo mal spaßeshalber gebracht, den Witz, glaube ich. So, und jetzt nochmal die letzten beiden Punkte. Das wäre einmal, der Miyawaki-Wald trägt zur lokalen Artenvielfalt bei. Jupp, tut er. Zweitens, der Miyawaki-Wald trägt zur lokalen Kühlung der Landschaft bei. Jupp, tut er. Da gibt es nichts dran auszusetzen. Und diese beiden Faktoren sind auch nochmal ausschlaggebend, weshalb Miyawaki-Wälder so genial sind und wir die dringend pflanzen müssen. Ja, aber trotzdem, ich habe jetzt hoffentlich ausreichend klargestellt, man kann von den Dingern auch keine Wunder erwarten. Nichtsdestotrotz sind sie in jedem urbanen Raum wirklich eine wunderbare Ergänzung, die die Lebensqualität der Leute in diesem urbanen Raum verbessern dürfte. Und man kann ja eben, je nachdem, welche Baumarten man da reinpflanzt, auch ein kleines bisschen steuern, ob man eben einen blütenreichen Wald haben möchte oder einen besonders blattreichen Wald oder einen mit besonders gut duftenden Sachen, insbesondere in den Tropen mit der hohen Artenvielfalt, die da zur Auswahl steht, um so einen Wald zusammenzusetzen, gibt es da fast unendliche Möglichkeiten, wie man den in eine bestimmte Richtung spezialisieren kann. So, ne? Also grundsätzlich, ja, ist toll, nein, ist nicht die Lösung aller Probleme und insbesondere das 30-fache an CO2-Adsorption, ja, wenn das stimmen würde, also ich wäre der Erste, der Luftsprünge macht, falls das so sei, also wäre, aber das ist halt, wenn, dann nur schön gerechnet und in der Praxis überhaupt nicht relevant. So, und das Geräusch, was ihr jetzt im Hintergrund hören könnt, das ist der Regen und da ich hier jetzt noch ganz entspannt hocke, das liegt daran, dass ich erstens wasserfest bin, haha, und zweitens ein mitteleuropäischer Eichenmischwald durchaus so ungefähr 1,2 mm Niederschlag, sofern er vorher trocken gewesen ist, abhält, bevor überhaupt nennenswerte Mengen an Niederschlag am Boden ankommen. Das heißt, solange ich hier unter meiner Eiche sitze, danke, bleibe ich erstmal trocken und kann ganz entspannt hier gemütlich zusammenpacken und mich auf den Rückweg vorbereiten. Und sobald ich aus diesem Wald hier rauskomme, werde ich klatschnass.
Oder wenn ich hier jetzt noch lang genug sitzen bleibe, dass halt eben 1,2 mm Niederschlag pro Quadratmeter zusammengekommen sind, weil dann ist auch irgendwann das Kronendachdach nass. So, Deutsch lässt nach. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit den Miyawaki-Wäldern und wie und was und wieso die wichtig sind und was wir damit anfangen können und habt ein bisschen was zu generell im Pflanzenwachstum vielleicht gelernt. Komplex genug war es hoffentlich. Wer es noch komplexer haben möchte, der schreibt es bitte in die Kommentare. Ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall alles Gute. Viel Spaß im Wald. Geht da mal wieder hin, falls ihr da nicht in letzter Zeit gewesen seid. Zurzeit ist das wirklich sehr schön. Die vielen Niederschläge jetzt die letzten Tage. Irgendwie wirkt es alles ein bisschen grüner. Ja? Aber das ist vielleicht auch nur meine Einbildung und das ist dann aber auch nicht so schlimm. Aber trotzdem, auch gerade bei Regen ist es wirklich wunderbar, in den Wald zu gehen. Wenn das Wasser an den Stämmen runterläuft, hat so eine eigene Atmosphäre. Die schöne feuchte Luft ist auch gut für die Lunge. Die frische Luft vor allen Dingen und auch gerade kurz nach dem Regen. Diese besondere, wirklich schön, toll, angenehme Luft im Walde, gerade für Leute mit Lungenleiden, oder Allergien oder Ähnlichem. Es ist sehr saubere Luft. Der Wald hat vorher eben, wie wir beim Miyawaki-Wald eben gehört haben, sämtlichen Feinstaub und so weiter und so fort ist an den Blättern hängen geblieben, wurde jetzt gerade vom Wasser alles runtergewaschen, liegt jetzt im Boden bzw. ist in den Boden schon infiltriert, durch das Wasser in den Boden eingespült und wir haben kurz nach einem starken Regenfall oder gar nach Tagen des Regenfalls im Wald eine unglaublich saubere Luft. Zwar auch ein bisschen nass, aber super, super sauber. Also für Genießer, Atmer, kann ich nur Waldbesuche in den nächsten Tagen wirklich herzlich empfehlen. So, ansonsten macht's gut, bis zum nächsten Mal und jetzt halte ich endgültig die Klappe. Tschüss.